Ja, das sind also die neuen Räumlichkeiten, die Sie haben wollten. Ja, das ist schon ganz schön geräumig, muss ich sagen. Ja, richtig. Also sehen Sie, wir haben hier also ganz, ganz viel Platz für alle möglichen Dinge, ja, die Sie hier so machen wollen. Was war das jetzt nochmal? Podcasten. Das ist jetzt aber nichts Illegales, oder? Ich will hier keinen Ärger mit der Polizei bekommen. Ach Quatsch, das ist ja, wie erkläre ich das am besten? Wir quatschen ein wenig und nehmen uns dabei auf und Leute hören uns dann dabei zu. Ja. Nun gut, jedenfalls die Räume können Sie für Ihren Podcast-Ding da irgendwie nutzen. Ja, sonst gibt es ja nicht viel zu sagen. Und was ist das da? Das ist der Balkon, also ein absolutes Highlight hier. Ja, das ist ein richtiges Highlight. Können wir mal drauf gehen? Was sieht man denn von dort? Oh, da blickt man, glaube ich, auf einen Fußballplatz. Auf einen Fußballplatz? Ja, was für ein Zufall. Wer spielt denn gerade? Ist das Lukas Podolski? Ja, hallo und herzlich willkommen bei Goltaku, eurem deutschsprachigen Podcast für alles um den japanischen Fußball. Man könnte ja auch sagen, der J-Talk Podcast, nur nicht ganz so nah dran, dafür aber auf Deutsch. Was übrigens ja ein etwas konkreterer Titel wäre als Fußball in Japan, aber wir lernen ja noch. Mein Name ist wie immer Tobias, ich bin der @kondrei bei Twitter und auch dieses Jahr wieder der Host dieses Podcasts. Ich bin aber auch heute wieder nicht alleine, denn für diese erste Vorschau-Episode habe ich mir den Stefan eingeladen. Stefan, Grüße nach Berlin. Miep. Stefan, könnt ihr bei Interesse und mehr sinnvollen Kommentaren wie gerade eben unter @SmintikSilverFox bei Twitter folgen, also Semantik ohne Vokale, Silverfox. Da gibt es auch dann zwischendurch mal die heißesten Infos zur Japan Football League. Ich hoffe denn, ihr Goltakus da draußen seid alle gut durch den Winter gekommen. Wir hatten jetzt natürlich eine sehr lange fußballfreie Zeit, was zumindest die J-League angeht. Für uns jetzt als Admins und ja, soll ich sagen, Transfermarkt-Datenpfleger war es trotzdem eine sehr aufregende Zeit, gerade auch für Stefan mit den Transfers, ne? Ja, geht am Krückstock, der arme Mann. Ja, seit Mitte Januar glücklicherweise nicht mehr, bei weitem nicht mehr so dicke, aber zwischen November und mit der Asien Cup nicht gut. Die Transferphase läuft ja auch noch bis Ende März, glaube ich. Also von daher Ja, richtig. haben wir da noch ein bisschen was aus dem Köcher sozusagen zu holen. Genau, ich habe jetzt auch schon das Wochenende genutzt und das schöne Wetter und war gestern grillen. Hast du schon gegrillt, Stefan? Mangels Zeit, mangels Freigelände hier und mangels Grill noch nicht, aber ich wusste gar nicht, dass du hier auf dem Balkon vom neuen Goltaku-Büro grillen darfst. mal, wie soll ich denn sonst Lukas Podolski beobachten, wenn ich nicht dabei noch wunderbare Würstchen essen kann? Spaß beiseite, unsere neuen Räumlichkeiten, das darf man jetzt nicht zu ernst nehmen, das ist eher metaphorisch zu betrachten. Es ist niemand umgezogen, ich wohne noch da, wo ich vorher gewohnt habe, auch mit meiner Freundin zum Glück zusammen. Und was mich sehr, sehr freut, warum wir uns auch überhaupt diese Zeit lassen können gerade, wir haben unseren Pod-Hoster gewechselt, denn wir haben es geschafft, für die Saison 2019 euch mehr Goltaco bieten zu können. Alle das wollen, weiß ich nicht, aber wir sind jetzt von Buzzsprout auf meinsportpodcast.de gewechselt. Einfach weil die uns ein Angebot gemacht haben, was wir einfach nicht ausschlagen konnten. Die hosten auch verschiedene andere Podcasts, da gehört dann hier Schmiddys Favorite Hertha Base zu, Fums und Grätsch, die also im Gegensatz zu uns wirklich witzig sind. Wer American Football verfolgt und auch Podcasts dazu hört, Downset Talk und die Footballerei sind beide da auch. Und eben jetzt, und das ist das Highlight, der Goltaku Podcast. Aber genug des Lobes, Stefan. Wir hatten die Saison 2018 mit einer Rückblick-Episode zur JFL bis hin zur J2 beendet. Wusstest du, dass das eine unserer meistgehörten Episoden der letzten Monate gewesen ist? Hast du da deiner Familie Bescheid gesagt oder wie kommt das?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Vermutlich werden da einfach entsprechend viele Leute auf eine ordentliche Rückschau zu diversen interessanten J2-Vereinen gehofft haben und haben sich dann vermutlich gewundert, warum da einer sitzt, der so lange über J und JFL schwafelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, aber zu viel Hoffnung darf man ja immer in unserem Podcast nicht stecken. Für die Episode hast du trotzdem viel Lob bekommen. Also Glückwunsch, damit hast du jetzt Schmiddi als beliebtestes Mitglied unseres Podcasts überholt. Glückwunsch. Ja, ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme. Wie sagte da einst so ein berühmter Fußballphilosoph, wichtig ist auf dem Platz. Von da lass uns einfach mal mit dem heutigen Ding loslegen, bevor wir uns noch hier wie zwei alte Drahtstanden verhaspeln. Was hast du denn als Taktik für heute geplant? Das gute alte 4-3-2-1 oder sowas? Tief stapeln, hochtrabend verkaufen, wie immer halt. Na Für gut. die Saisonvorschau schlage ich mal vor, dass wir wie das letzte Mal auch mit der Japan Football League anfangen. Was hältst du davon? Macht. Auf geht's. Japan Football League. Die Japan Football League ist die nationale Amateurliga in Japan und auch für uns immer interessant, da sich ja neben den etablierten Amateurmannschaften auch der ein oder andere ambitionierte semi-professionelle Club dort herumtreibt. Ja, wann fängt die Saison dieses Jahr eigentlich an? Ja, der komplette Spielplan ist gestern erst rausgekommen und da steht der 17.3. als erster Spieltag drin. Von daher haben wir jetzt noch einen guten Monat Zeit, da noch alles auf die Reihe zu kriegen und die letzten Transfers einzutragen, etc. pp. Genau, dauert ja eh noch dann nach Saisonbeginn eh noch mal 2 Wochen. Also da wird vielleicht noch der eine oder andere eine Klasse runtergehen. Es gibt ja auch den einen oder anderen Club, Imabari, die sich ja immer irgendwelche Allstars noch mal irgendwie in Lohn und Brot bringen. Aber erzähl uns doch mal, was können wir denn 2019 von der JFL erwarten? In Sachen Meisteranwärter wird es wohl wieder auf das Übliche herauslaufen. Da wird wohl an Klassenprimus Honda FC auch dieses Jahr nur schwer vorbeigekommen zu sein. Zumal sich nämlich der sogenannte Torwächter der J-League als offizielle Saisonziele, und das ist kein Witz, neben dem Gewinn des vierten JFL-Titels in Serie auch den Sieg im Kaiserpokal ausgegeben hat. Ja, wenn du kein Boah. Profiteam werden kannst, dann musst du dich mit sowas dann irgendwie dann anspornen. Richtig. Ich bin mal gespannt, wie weit sie da kommen könnten, theoretisch. Also, je nach Losung, dritte Runde, vielleicht vierte Runde. Danach wird's doch sehr eng. Weißt du aus dem Stegreif gerade, war nicht schon mal irgendwie nicht sogar in der Viertelfinalrunde mal drin oder irgendwie sowas vor ein paar Jahren? Ich glaube, 2016 haben sie es ins Viertelfinale gepackt, ja. Aber frag mich jetzt bitte nicht, gegen wen sie da letztens Ich ausgeschieden sind. checke mal gerade, während du guckst, während du weitermachst. Gut, kein Problem. Neben Honda haben wir auch dieses Jahr wieder Sony Sendai, was wie der Honda FC Gründungsmitglied der Liga ist, als Anwärter für einen vorderen Platz zur Verfügung. Und den beiden jetzt inzwischen im 21. Jahr der Liga zugehörigen Platzhirschen gefährlich werden kann eigentlich meines Erachtens nur der FC Imabari, zumal die auch jetzt im dritten Jahr der Liga-Zugehörigkeit endlich den Sprung in die J3 schaffen wollen, wenn nicht sogar müssen. Ja, das mit dem Müssen müsste ich sogar unterstreichen, glaube ich. Da wurden doch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, doch die Sponsorenbeiträge erhöht irgendwie, ne? Diese Ja, Saison. richtig. Ich meinte auch, was gemunkelt in diese Richtung gehört zu haben. Ja, also irgendwie müsste jetzt denn, wenn ein Sponsor da für einen bestimmten Sponsoring-Bereich oder was auch immer, eine bestimmte Bande irgendwie Geld geben müsste, wohl dieser Betrag erhöht und das verpflichtet ja auch irgendwo. Wenn man bedenkt, dass Imabari jetzt diese Saison oder letzte Saison auch wieder nicht aufgestiegen ist und man jetzt dementsprechend die Preise anzieht, man muss ja fairerweise sagen, auch wenn es zwischendurch mal diese YouTube-Streams gibt oder da gibt es eine eigene Plattform, glaube ich, ne, wo du Japan Football League-Spiele gucken kannst, trotzdem, um wirklich national Aufmerksamkeit zu erregen, brauchst du eben die J3 League eben mit The Zone. Das sehe ich doch richtig, oder? Ja, das siehst du richtig. Also, wie du schon angesprochen hast, in den JFL machen einzelne Vereine Zusammenfassungen von ihren Spielen nach den Spielen rein. Also, Imabari war da einer davon. Vanrara Hachinohe, die ja jetzt leider aufgestiegen sind, war einer davon. Beziehungsweise haben ihre Auswärtsspiele sogar komplett live gestreamt. Vertin Mie stellt regelmäßig nach den Spielen Zusammenfassungen rein. Ansonsten hat die Liga einen eigenen Kanal auf FreshLive.tv, nennt sich das.
Und ja, sporadisch das ein oder andere dann noch. Ja. Ich habe übrigens nochmal geguckt, Honda FC war 2007 im Viertelfinale, ist dann in der Verlängerung gegen die Kashima Antlers rausgeflogen. Und in 2016 waren sie auch relativ weit in der vierten Runde, haben aber dann knapp gegen FC Tokio verloren. Aber Ah, okay. zumindest in der Zeit, einige, auch Ende der Nullerjahre, gab es auch dann, oder Mitte, Ende der Nullerjahre, gab es auch immer so vierte Runden für Honda FC. Also mal gucken, vielleicht schaffen sie es ja. Ja, schauen wir mal. Ja, wie ist das eigentlich mit den Modalitäten, die der FC immer Bari ja, erreichen muss, um am Ende der Saison aufsteigen zu können? Hat sich da irgendwas geändert oder? Leider nicht wirklich. Und ich glaube, da jetzt eine kurze Einführung zu geben, worauf vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt hofft, ist auch relativ nicht machbar. Also ich kann mal. Zuallererst, wenn man die J3 aufsteigen möchte, das wichtigste Kriterium dafür ist der sogenannte 100-Jahr-Plan-Status, der im Wesentlichen besagt, dass ein Verein sowohl wirtschaftlich als auch infrastrukturell solide dasteht. Den Status haben aktuell drei Vereine inne. Und zwar ist das neben Imabari Nara Club und Tokyo Musashino City. Zwei weitere haben den Status beantragt im letzten November. Das ist zum einen Tegevajaro Miyazaki und zum anderen Reinmei Aomori. Entscheidung diesbezüglich sollte irgendwann in den nächsten Tagen erfolgen. Also ich habe da irgendwie den 19. oder sowas im Hinterkopf. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber auf jeden Fall nächste Woche, denke ich. Darüber hinaus liegen außerdem schon seit einigen Jahren Anträge von Mio Biwako-Shiga und dem jetzt Aufsteiger Suzuka Unlimited vor, aber die waren wohl seinerzeit so lückenhaft, dass sich das entsprechende Gremium damit nicht weiter befasst hat und die seitdem als offen quasi auf Halde noch liegen. Also Okay. keine Ahnung, vielleicht sagt das Gremium ja nächste Woche auch noch was zu den beiden Vereinen oder sie schweigen sich höflich aus. Man wird sehen. Ja. So, das ist jetzt der 100-Jahr-Plan-Status. Wäre schön, wenn der reichen würde, aber leider gibt es ja noch mehr Voraussetzungen. Und zwar ist zum Aufstieg das Erreichen eines Zuschauerschnitts von mehr als 2000 pro Heimspiel zwingend notwendig. Vermutlich, um darstellen zu können, dass man eine entsprechende Follower-Gemeinschaft innerhalb der eigenen Grenzen vorweisen kann. Wobei ja auch immer dieses Thema mit diesen Zuschauerzahlen auch gerne unterwandert wird, indem dann nochmal zu wichtigen Spielen irgendwie ja, Freikarten rausgegeben werden, wo dann halt ganz viele Leute kommen, ne, und am Ende den Zuschauerschnitt vielleicht über die ganze, gesamte Saison verteilt irgendwie dann auch noch hochziehen um 1, 200. Ne, also da gibt es dann auch so Tricks und Möglichkeiten. Naja, jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt nur um ein oder 200, aber wenn du dann meinetwegen bei der letzten zwei Heimspielen sagst, ja, kommt alle und die Bude vom entsprechenden Verein, Klammer auf, Nara wäre so ein Kandidat mit dem Konoike Stadium, Klammer zu, dann plötzlich von 1500 auf 8000 Zuschauer für die entsprechenden Spiele hochgeht, dann bist du auch ganz schnell über den notwendigen 30.000 total drüber. Aber ja. Es ist halt, wie es ist. Gut. Und jetzt haben wir die ganzen infrastrukturellen und Gemeindevoraussetzungen besprochen. Sportlich ist natürlich auch noch was zu holen. Ein Platz unter den besten vier der Abschlusstabelle eines Jahres ist da auch noch Pflicht. Und angenommen, wir hätten jetzt drei Vereine von den 100-Jahr-Plan-Vereinen unter den besten vier, können am Ende nur die besten zwei aufsteigen. Okay, aber das ist ja, Gut. wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Also wir haben ja gesehen, wie knapp das auch letztes Jahr für Imabari war und Nara Club scheint ja sportlich zumindest noch etwas weiter entfernt davon zu sein, aufsteigen zu können. Da muss man mal abwarten, wie das Ganze läuft. Du hattest, glaube ich, Ja, hier noch sowieso. gesagt mit Musashino, da gab es irgendwie Probleme mit dem Stadion oder was? Ja, bei Musashino, also kapazitätsmäßig hat das städtische Stadion Musashino durchaus die für die J3 verlangten 5000 Plätze. Das Problem ist, die Hütte hat kein Flutlicht. Und wer sich auch vielleicht klimatisch so ein bisschen in Japan auskennt, die Sommer sind sehr heiß und feucht und tagsüber. Und deswegen findet halt die Mehrzahl der Spiele im Sommer abends statt. Und wenn du da abends ohne Flutlicht operieren willst, funktioniert nicht so ganz. Abend in Japan ist ja sowieso teilweise schon irgendwie um 17, 18 Uhr, also da ist ja schon dunkel. Von daher ist das auf jeden Fall eine Voraussetzung, da ein Flutlicht zu haben.
Ja, aber kommen wir mal zu den ja, Clubs. Also Imabari hatten wir jetzt schon thematisiert. Wie siehst du denn die Chancen bei eben Nara Club und Musashino denn genau? Also ich kann jetzt ja natürlich hier sagen, Nara Club wird nichts, aber vielleicht sagst du ja, Moment, die Transfers sind so gut, das machen die jetzt. Ja, naja, bei Nara müsste man mal gucken, wie sich die Saison jetzt bei denen so entwickelt. Man merkt durchaus, dass sie nach dem Aufstieg von Vanrare jetzt ihre Chance wittern und dementsprechend gab es dieses Jahr auch einige Zugänge aus der J3. Hinzu kamen dann noch zwei Leute von der Uni, sowie mit Sota Terasawa als dritter Torwart, ein Japan-Heimkehrer von Hila Marok Bergheim. Das ist nebenbei gesagt einer der Amateurvereine in Deutschland mit einer ziemlich großen japanischen Diaspora. Also, wer die Jungs in Bergheim mal gucken will, in der Nähe wohnt, ruhig zu. Und von daher, aufgrund der Verstärkung, würde ich sagen, es könnte in Richtung Top 4 gehen, aber da müssten zum einen die eigene Stärke die ganze Saison über gezeigt werden. Es dürfen keine Verletzungsprobleme anliegen und so etablierte Clubs wie Sony, Imabari oder auch der zuletzt sehr starke FC Osaka müssten da, glaube ich, Schwächen zeigen, sonst funktioniert das Ganze nicht so wirklich. Und bei Musashino, die waren ja jetzt sogar letztens hier auch in der Nähe in Montabaur unterwegs mit einem Jugendteam, glaube ich, ne, bei irgend so einem Ja, Turnier. richtig, die U18 hat beim inzwischen traditionsreichen Keramik-Cup, wo dann jede Menge U18-Mannschaften, auch von Bundesligisten, mitspielen, mitgewirkt. Also da gibt es wohl seit ein paar Jahren immer ein Ausscheidungsturnier, wo dann die entsprechende Siegermannschaft aus Japan nach dem Westerwald fahren darf. Ja, wunderbar, der schöne Westerwald. Naja, sag nichts gegen den schönen Westerwald, ich komme aus der Kante. Ja, also Musashino selbst, aber in Japan, wie siehst du da die Chancen? Ja, also dadurch, dass sie da immer noch so ein bisschen Hudel mit der Stadionfrage haben, ich glaube, sie bereiten sich langsam drauf vor. Also wenn man sich die Neuzugänge so anschaut, die waren zumeist etablierte JFL-Leute, aber halt nichts Höherwertiges. Und sie müssen auch ein paar mehr Leute von der Uni als Nara integrieren. Von da müssen wir mal abwarten, wie es da sportlich läuft. Und ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie da planen, das Stadion weiter auszubauen. Also wenn da nicht mittelfristig was passiert, bleiben sie sowieso auch erstmal weiterhin als drittes Gründungsmitglied neben Honda und Sony Sendai in der JFL stecken. Ja, Unterschied halt, dass sie dementsprechend die Ambition haben, das Ganze zu professionalisieren, waren ja lange als hier Yokogawa Electric als Genau. Werksteam da unterwegs, dann die Ausgliederung und dementsprechend, um diesen Status zu erhalten, eben Musashino City als Stadtteil der Metropole Tokio müsste das sein, ne? Musashino ist eine eigene Ist Stadt. eine eigene Stadt sogar. Musashino-shi. Ja. Ja, dann haben sie wieder Tokio dran gehangen, damit es irgendwie nach Metropole klingt. Siehst du, ich bin drauf reingefallen. Selbe wie bei Iwate Grula Morioka. O.L. Punkt. Aber da kommen wir gleich noch Kommen wir zu. noch später zu. Sportlich bei Musashino. Ja, keine Ahnung. Da habe ich vielleicht fast rein mehr Aomori sogar eher noch auf dem Zettel, dass da vielleicht was gehen könnte Richtung Top 4. Weil die ähnlich wie bei Nara, auch wenn sie Spieler geholt haben, die nicht von der Uni kommen, auch sich aus den Profiligen fast ausschließlich bedient haben. Also von daher mal gucken, was da noch so kommt. Okay, jetzt gucken wir nochmal ans andere Ende sozusagen der Tabelle. Es sind ja auch Teams aufgestiegen. Unter anderem, was mich persönlich ein bisschen freut, weil es so die Ecke auch von Hiroshima und so ist, ne, ist die Chogoku-Region, Matsue City aufgestiegen in eben die nationale Amateurliga. Ich glaube, die haben aber auch Ambitionen, irgendwann mal in die J-League aufzusteigen, oder? Ja, durchaus. Nicht ad hoc, aber ich glaube, mittelfristig Ja. ist das genauso wie beim FC Osaka geplant. Aber ja, Matsue City ist vollkommen verdient aufgestiegen. Die haben letztes Jahr einfach so dermaßen eine Bombensaison hingelegt. Fast ohne Niederlage durchgekommen. Die einzige Niederlage, die sie kassiert haben, war in der zweiten Runde des Kaizak-Pokals, wo man sich dann dem Erstligisten Vivar Nagasaki mit 2:1 nach Verlängerung auch noch geschlagen Ja. geben musste. Ansonsten hat die Mannschaft wie am Fließband Titel gesammelt, die Chugoku-Regionalliga souverän gewonnen, den Chakaijin-Pokal souverän gewonnen, also das ist dann quasi der japanische Amateurpokal. Und obendrauf
die Regionalliga Champions League als erster der Gruppe abgeschlossen. Ja, diese Ligen können wir bei Gelegenheit mal irgendwie aufdröseln, weil ich das immer auch ein bisschen verwirrend finde. Aber da haben wir jetzt dann zum Glück dank unseres neuen Hosters ja ein bisschen mehr Möglichkeiten, das mal zu machen. Anderes Team, auch interessante Ja. Geschichte, Suzuka Unlimited, nicht nur bekannt für den ja, Formel-1-Ring sozusagen, der dort regelmäßig befahren wird, sondern auch für die erste ja, Frau als Trainer einer Herrenmannschaft im nationalen Fußball in Japan. Richtig, Mila. Und nein, damit ist jetzt Sie nicht kann lachen. irgendwie der Anime-Star aus den 80ern gemeint mit dem Volleyball, sondern voller Name ist Milagros Martinez Dominguez. Und ja, Gott, wo war sie? Sie hat zuletzt in Spanien trainiert. Weißt du den Verein gerade Ich aus dem Kopf? Mir fällt such's er gerade raus, du nicht kannst ein. weitermachen. Sie ist auf jeden Fall der erste weibliche Cheftrainer, beziehungsweise in dem Fall Cheftrainerin auf nationaler Ebene im Herrenfußball. Ich glaube, in Asien gab es irgendwo schon mal vor ein paar Jahren jemand, der den kontinentweiten Titel weggeschnappt hat, aber zumindest in Japan ist sie Genau, das war in national der die Hongkong erste. Premier League, gab es eine Trainerin, die dann abgesägt wurde, um irgendwie ein halbes Jahr später nochmal den Posten zu übernehmen. Aber inzwischen ist sie, glaube ich, auch wieder bei Eastern SC in Hongkong, war das, glaube ich, ist sie auch schon wieder raus. Oh. Sie hat Okay. bei Albacete Balompié, hat sie in der Ah. Frauenabteilung und Jugendabteilung trainiert und war unter anderem aber auch für die Herrenmannschaft als Sportdirektorin und in der Jugend als Co-Trainerin tätig, von 2007 bis eben zuletzt dann eben 2018 und ist jetzt frisch gewechselt dann eben zu Suzuka Unlimited und ja, wurde auch ganz gut aufgenommen, so wie ich das so auf Twitter gesehen habe. Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn die sportliche Situation Saisonverlauf bei Suzuka so verläuft wie die Aufnahme von der neuen Cheftrainerin, dann ist der Verein, glaube ich, ziemlich gut dabei. Kannst du das einschätzen? Ich Wie wird es denn laufen? JFL ist ja natürlich auch wieder vielleicht ein etwas anderes Level als eben diese Regionalligen. Oder ist dieser Unterschied von deiner Einschätzung vielleicht her gar nicht so groß? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also kommt auch vielleicht so ein bisschen auf die Regionalliga an, aus der Hm. Verein gerade rauskommt. Also wenn ich so überlege, da waren ja in den letzten Jahren waren es ja dann auch manche Teams, die dann direkt wieder abgestiegen sind. Onagawa, Cobaltore ist ja auch abgestiegen direkt wieder. Teje Wajaro hat sich ja noch gehalten, so gerade eben, glaube ich, letzte Ja, Saison. dadurch, dass sie die zweite Saisonhälfte so gut hingelegt haben, also nach der ersten Halbzeit hätte ich auf die auch keinen Pfifferling, ehrlich gesagt, gesetzt. Aber ja, mal gucken, wenn sie jetzt mit vielleicht demnächst der Lizenz zum Aufsteigen, so mittelfristig in ein, zwei, drei Jahren, vielleicht geht ja noch was in Richtung Miyazaki und J3, mal gucken. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Chancen von Suzuka war, glaube ich, gefragt von dir. Ja, genau. Ja, also ich glaube, die sind zuerst mal froh, dass sie mit 3 Jahren Verspätung endlich in der JFL drin sind. Da gab es vor 3 Jahren eine kleine Fehde präfekturintern mit Vertin Mee, wo sie dann Vertin diese ganze Saison einen Griff gehabt haben, Qualifikation für den Kaiserpokal gewonnen haben, die sich in der Tokai Regionalliga vor denen durchgesetzt haben. Ich glaube, im Shakai-Jin haben sie auch gewonnen, in Richtung, spielte alles keine Rolle. In den Endrundengruppen zur Regionalligameisterschaft hatten sie sowohl Ferdinand in der Vorrundengruppe drin, wo sie sich dann als erster, zweiter qualifiziert haben. Und in der Endrunde ist es dann so gelaufen, Vertin ist zweiter geworden, Suzuka ist dritter geworden. Das war so ziemlich das einzige Spiel, wo sie auch, glaube ich, noch im letzten Spiel von der Regionalliga gegeneinander gespielt haben, wo Vertin gegen Suzuka gewonnen hat. Und das der kleine Sieg hatte dann große Auswirkungen. Ja, Vertin ist ja jetzt auch schon seit 3 Jahren dann Jahren. dementsprechend in Ja, der JFL und richtig. ja, jetzt gutes, niederes Mittelfeld vielleicht, nichts Besonderes, aber ja, da hat man zumindest dann diesen Suzuka Unlimited, was natürlich auch durch eben diese Formel-1-Strecke auch so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, gewisse Präsenz hat auch, ne, im Land. Ja, durchaus. Ja, Sie das haben oft Nachsehen. das. Ja, passiert. Suzuka hat übrigens, wo du gerade von Formel-1-Strecke redest, sie haben das Thema aufgenommen und ein
Racing Pattern dieses Jahr in die Trikots mit reingebaut. Ist sowieso im Logo ja schon drin, auch alles. Und ja, gucken wir mal, wo es für Suzuka dann dieses Jahr hingeht. Kann man aus der JFL absteigen? Das war ja in der J3, ist es ja im Moment nicht möglich. Kobaltore Unagawa ist abgestiegen letzte Saison. Wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, es kommt wieder so ein bisschen drauf an, wie viele Mannschaften dann aus der JFL den Weg nach oben in die J3 schaffen. Wenn es zwei Aufsteiger haben sollte, was so der Optimalfall wäre, wo ich es nicht davon ausgehe, dann steigt natürlich logischerweise keiner in die Regionalligen ab. Bei einem Aufsteiger nach oben hat es einen Absteiger nach unten, wie wir es letztes Jahr hatten mit Kobaltowel. Und wenn gar keine Mannschaft wie Ende 2017 den Sprung nach oben schaffen sollte, wo dann Van Raret knapp gescheitert ist als Fünfter, dann gehen sogar zwei Teams runter. Okay. Und mögliche Absteiger, könntest du überlegen? Mögliche Absteiger, ja, wir haben eben lang und breit Suzuka Unlimited diskutiert, die hätte ich durchaus auch mit auf der Rechnung. Im Gegensatz zum zweiten Aufsteiger Matsue City, also bei der Bombensaison vorher, würde ich da durchaus mir denken, dass die zumindest einen Platz im Mittelfeld schaffen. Also Matsue braucht man eigentlich nicht zu den Abstiegskandidaten zu rechnen. Eher damit tun, keine Ahnung, Honda Lok hatte ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer so ein großes Fragezeichen. Die hatten bis vorgestern offiziell nur 18 Spieler im Kader bekannt gegeben, bevor mit Saisonstart offiziell auch Bekanntmachung von der Liga an sich dann plötzlich 24 Spieler im Kader standen. Keine Ahnung, also da würde ich mutmaßen, dass das Management zumindest sloppy ist. Dass da vielleicht nicht unbedingt 100% Unterstützung hinterm Fußball ist, im Gegensatz zu Honda und Sony Sendai. Weitere Abstiegskandidaten wären dann vielleicht noch die vierte Firmenmannschaft, die wir drin haben, Maruyasu Okazaki. Das ist so Region um Nagoya. Und je nachdem, wie es der Kaderplaner der Yuzu Keizai University meint, die Dragons. Okay. Dann würde ich vorschlagen, beenden wir jetzt nach gut einer halben Stunde, muss man ja fast sagen, die Japan Football League für unsere Zuhörer auch. Wie aber auch für alle Ligen noch ein kleiner Hinweis, haben wir bei Transfermarkt eine Tipprunde aufgemacht. Also wer also mal Lust hat, gegen uns und gegen die Community zu tippen, kann sich bei Transfermarkt einfach einen Account erstellen, sucht bei den privaten Tippligen der JFL nach eben unserer @jleague.de Tippliga. Und wenn wir gerade darüber reden, Stefan, würde ich vorschlagen, gehen wir mal einmal den ersten Spieltag durch, wenn der ja gerade frisch rausgekommen ist, der Spielplan. Wen siehst du denn in den Partien vorne? Partie Nummer 1 wäre Honda Lok gegen Rheinmeer Aomori. Was hast du denn da so für einen Favoriten für dich ausgemacht? Also wenn ich jetzt direkt das Ergebnis tippen soll, 0-2. Ja, ich guck mal gerade schnell, ich öffne mal kurz meine Tipprunde. Ich habe es jetzt leider dann doch wieder zugemacht gehabt. ich hatte nämlich getippt, da sind wir, erster Spieltag, so, Honda Lok, 1-3 habe ich getippt. Für auch Rheinmeer Aomori, also ein 2-Tore-Vorsprung für eben die Männer aus dem Norden mit dem deutschen Namen. Sieht man ja auch nicht sofort. Könnte ja auch Rheinmeer sein. TJ Vajaro Miyazaki gegen Vespa Oita. Was tippst du da? 1-1. Okay, da habe ich 1-0 für Miyazaki. Ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen optimistisch getippt. Nara Club gegen Fertin Meye. Schwierig. Ich glaube 2-1 Nara. Ja, habe ich 2-0 für Nara. Mio Biwako gegen Suzuka Unlimited. Gehen wir da mal vom Bonus der Aufstiegseuphorie aus. Mio war zwar stark letzte Saison, 1-1. Okay, ich habe 2-0 Mio getippt. Musashino City gegen die Dragons aus Ryogasaki. 3-0. Ja, das ist Musashino City, kann man mal tippen. Habe ich... ich habe sogar auf die Dragons getippt, da bin ich aber... Vielleicht ändere ich das noch. Sony Sendai gegen FC Maruyasu. Sendai ist ja eins der Top-Teams, ne? Ja, kommt doch so ein bisschen darauf an, wie sie in die Saison kommen. Wenn sie so Probleme haben wie letztes Jahr, keine Ahnung. So oder so 3-0.
Habe ich auch 2-0 für Sendai. Ja, FC Osaka gegen ein FC Imabari. Das ist ja auch doch ein relativ prestigeträchtiges Duell, würde ich mal behaupten, am ersten Spieltag. Ja, eins der zwei Top-Spiele meiner Meinung nach, wenn nicht sogar das Ja. Top-Spiel. Schwierig. Im Zweifel 1-1. Ich hab mal optimistisch gedacht, Imabari könnte das vielleicht auch mal endlich gut in die Saison starten, das Gewinnen gegen den FC Osaka, die aber inzwischen eigentlich auch der FC Higashi Osaka sind, ne? Ja, Da haben sie ja doch, richtig. sind Umzug erfolgt von Süd-Osaka oder Zentral-Osaka Richtung Osten. Aber der Name bleibt, glaube ich, würde ich mal vermuten. Das geht, Ja, glaube ich, Namen. auf die Präfektur, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob sie auf die Präfektur gehen, aber ja, ich vermute mal dadurch, dass das Cerezo schon in Osaka-Stadt da beheimatet ist und sie ja auch mittelfristig Ambitionen auf die J3 haben, Higashi Osaka-Stadt war das Naheliegendste. Ja. Honda FC, Matsue City, das zweite Topspiel, würde ich mal von ausgehen, was du meintest. Ja, richtig. Matsu, denke ich, wird Honda einen Run for the Money geben, aber Honda wird sich da 2-1 durchsetzen. Ja, ich habe auch mit einer 3-1-Sieg auch 2 Tore Führung. Ich würde es mir wünschen, dass Matsui super in die Saison startet. Also fände ich einen super interessanten Verein, auch eine ganz spannende Region eigentlich. Dass die mal in die nationalen Ligen kommt, fände ich ganz schön. JFL hat nicht ganz den Glamour der J-League, aber es lohnt sich doch immer mal mit uns da reinzugucken, auch eben, weil es eben diese spannenden Konstellationen gibt, wie eben mit Suzuka Unlimited und Frau Martinez Dominguez als Cheftrainerin. Und der Fokus dieses Jahr wird, denke ich, auch bei uns dann mal sein: Schafft es der FC Imabari, das Liebesprojekt sozusagen von Takeshi O, sag schon, wie heißt er? Takashi Okada, ne, dem ehemaligen Nationaltrainer, endlich mal eben zu liefern und aufzusteigen. Wir werden es feststellen. J3 League. Auch die J3 League startet etwas verspätet in die Saison, Stefan. Wann geht's denn da los? Ja, verspätet ist jetzt relativ zu sehen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die J3-Vereine sich im Gegensatz zu den anderen Profivereinen auch noch über die Präfekturen für den Kaiserpokal qualifizieren müssen und entsprechend dann noch so ein paar Lücken im Spielplan drin sind. Aber J3 startet am 9.3. mit dem Eröffnungsspiel zwischen Fujita MyFC und Fukushima United. Ja, bei der J3 League, da werde ich ja immer etwas nostalgisch. Ich habe ja damals angefangen mit der J3 League, mit der Datenpflege da bei Transfermarkt. Aber seitdem sind jetzt auch schon wieder so viele Jahre abgelaufen und die damaligen Favoriten sind auch nicht mehr so wirklich die Favoriten von eben damals. Stefan, wer ist denn jetzt 2019 für dich als Favorit auszumachen aus dem Teilnehmerfeld der J3? Ganz, ganz schwer aufzumachen. Also mehr oder weniger wide open. Am ehesten lassen sich vielleicht noch die üblichen Verdächtigen, also die Absteiger aus der J2, Roasso Kumamoto und Kamatamaru Sanuki nennen. Also Claro Numazo, obwohl sie nicht aufsteigen dürfen, käme auch noch in Betracht für den Meistertitel. Die waren jetzt in den letzten 2 Jahren auch immer mit oben bei der Musik dabei. Gainare Tottori vielleicht, also die haben ja in der letzten Saison ein ordentliches Comeback hingelegt. Wenn sie da ihren Abgang von Torschützenkönig Leonardo kompensieren, der übrigens zu Albirex gegangen ist, so. Ja, schön für dich. Also wenn sie den kompensieren können, dann denke ich, es geht da vielleicht auch bei Gainare in Richtung Aufstieg mal wieder was. Und ja, Nagano Passero von den Qualität der Neuzugänge ist da auch durchaus die Möglichkeit gegeben, zumindest weiter oben als oberes Mittelfeld dieses Jahr mitzumischen. Schauen wir mal. Ja, wir haben jetzt genau, Urasu Kumamoto, Kamatamare Sanuki als Absteiger. Wir hatten aber auch in den letzten Jahren Absteiger, die auch teilweise wirklich unter jeder Erwartung gespielt haben. Zu nennen sei da Girawans, Kita Kyushu, Oh ja. Kataya Toyama, wo ich auch dachte, das ist auch so eine Übergangssaison, wo sie wieder aufsteigen. Und zuletzt auch in den Niederungen, aber zum Ende hin doch noch ein bisschen weiter oben dabei, Despa Kusatsu Gunma. Was siehst du denn bei den Teams? Wie schaffen die es endlich sozusagen, den Weg wieder nach oben zu gehen in die J2? Na gut, fangen wir mal beim Einf beim, beim bei der Wundertüte, würde ich sie nennen, Thespa Kusatsu an. Ich würde sagen, da hat vielleicht der Eigentümer so ein bisschen die Nerven verloren. Er hat nämlich im Vergleich zur
letzten, auf diese Saison fast den kompletten Kader ausgetauscht, warum auch immer. Sind die denn alle irgendwo bei Maebashi gelandet, oder? Nee, das noch nicht mal. Die haben sich in alle Winde zerstreut. Also Maebashi waren nicht so viele dabei, wenn überhaupt. Ja. Also auf jeden Fall sind von der Truppe vom letzten Jahr, glaube ich, nur 3 oder 4 Leute übrig geblieben. Da war unter anderem der ehemalige Fortuna Düsseldorf-Spieler Justin Toshiki Kinjo dabei. Mhm. Ja, also wenn sich der neue Haufen relativ schnell einspielen kann, geht vielleicht was nach oben. Ansonsten ist ein Platz im Tabellenmittelfeld vielleicht die realistischere Variante für Gunma. Aus der Toilettenstadt, Kita Kyushu. Wie sieht's da aus? Die Toilettenstadt mit dem Trikotsponsor. Ja, das, okay. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Der große Toilettenhersteller ist da beheimatet. Ja, Kirawans. Also letztes Jahr Dead Last 17er geworden. Nach der Rumpelsaison kann es eigentlich nur hochgehen. Da hat man sich jetzt von Shimizu S-Pa mit Shinji Kobayashi als Trainer und Sportdirektor in Personalunion angestellt. Also er will jetzt wohl einen auf Felix Magath oder auf englische Premier League machen. Es kommt jetzt so vielleicht so ein bisschen drauf an, ob es wieder aufwärts gehen kann, wie er da die zahlreichen Neuzugänge aus dem Uni-Bereich eingliedern kann und was vor allen Dingen auch der ein oder andere Mensch, den sie aus der J1 ausgeliehen haben, also vor allen Dingen ist da Ginny Koma und Shuto Machi nur von den Marinos zu nennen. Mhm. Daneben auch noch Shintaro Kokobo aus Uita, wie gut die einschlagen. Ja. Wenn ich raten müsste, unteres Mittelfeld ist durchaus drin, alles weitere wird man sehen. Kataya Tomoyama steht noch zur Debatte. Wie sieht's bei denen aus? Also Kataya ist weiter auch so ein Sorgenkind. Also wenn man sich da mal die Plätze nicht nur der letzten Jahre nach dem Abstieg 2014 anschaut, wo nach Gang 5, 6, 8 und 11 erreicht wurden, sondern mal so ganz allgemein seit dem Aufstieg in die J2 vor inzwischen 11 Jahren, da ging es jedes Jahr immer so ein, zwei Plätzchen weiter nach unten. Mhm. Und das Problem ist, dieses Jahr sieht es nicht wirklich danach aus, als ob das besser laufen würde. Also als namhaftes Neuzugang hat man Tetsuya Enomoto im Tor, der in den letzten Jahren die Nummer 2 von den Urawa Reds war, und danach kommt nicht mehr viel. Also man hat sich so ein bisschen, hat man den Eindruck, als wenn sie sich da die Spieler wie bei so einer Resterampe bedient hätten. Hm. Wobei ich sagen muss, Tetsuya Enomoto ist ja jetzt gar nicht so der schlechteste Name, also wirklich. Ja, im Tor ist noch Qualität vorhanden. Neben Enomoto haben sie sich auch noch einen Keeper von Tokyo Verdy geholt, Namen fällt mir gerade nicht ein. Hm. Aber die Keeper schießen keine Tore. Stimmt. Außer sie sind bei Shimizu S-Pulse, dann könnte das mal zwischendurch sein. Während uns an die letzte Saison. Ja, entweder Shimizu S-Pulse oder sie spielen bei den AKU Dragons und machen da auch in der 92. Minute den Tor zum Klassenerhalt. Ja. Kommen wir mal zu den Aufsteigern. Du hattest gerade noch erwähnt, im JFL-Segment leider aufgestiegen. Wanrau, Hachinoe. Ich glaube, in Hachinoe sieht man das anders und bemitleidet das nicht. Freut sich eher auf die Saison in der J3 League. Wie wird das aussehen bei Wanrau? Ja, das leider war ehrlich gesagt auch nur auf die Zuschauerzahl bezogen, die dann da im Gesamtschnitt weggeht. Mhm. Also, aber der Verein hat es eindeutig verdient, in der J3 ab sofort zu spielen. Mhm. Ja, also der Kader von denen ist auch fast unverändert dieses Jahr. Wenn sie in der Spielklasse angekommen sind, und ich glaube, mit dem Auftaktprogramm, was sie haben, ist das durchaus machbar. Ich glaube, Auftakt war bei der Gamba-Reserve. Mhm. Und dann auch nicht so die schwierigen Vereine. Wenn sie da ordentlich ankommen und die Euphorie sich hält, dann geht vielleicht was zumindest in Sachen Mittelfeld. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass es das nächste Zweigen Kanazawa oder Renova Yamaguchi wird, die direkt von der JFL in die J2 League aufsteigen, das Potenzial sieht man jetzt erstmal nicht im ersten Moment. Fällt allein schon deswegen flach, weil sie zwar ein relativ neues Stadion haben, aber da die Infrastruktur nicht da ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie da
alle so mit einem halben Auge auf die G2 schielen würden, dass sie da vielleicht in eins von den größeren Stadien nach Aomori City gehen würden. Aber ich denke, sie wollen erstmal langsam wachsen. Ja. Gucken wir mal an. Die J3 ist halt für auch alle interessant, die es dann mit dem FC Tokio vielleicht halten oder mit den beiden oder einem von beiden Osaka-Clubs, denn es gibt ja auch diese drei U23-Mannschaften, die leidigerweise Teil der J3 League sind. Ja, alles zur JFL J3 gibt es natürlich, wie gesagt, aktuell bei transfermarkt.de. Die ganzen Daten sind möglichst aktuell gehalten. Es gibt wirklich einige coole Clubs, auch vom Namen her Blaublitz, Akita, kann man doch eigentlich nur sympathisch finden. Und wir sind in der J3 League auch inzwischen auf eine Ligagröße herangewachsen mit 18 Teams. Ja, dass es sich auch da lohnt, natürlich mit uns zu tippen. Und ne, dementsprechend die Einladung, transfermarkt.de Tipprunde, unsere J-League.de Tipprunde zur J3 League. Wir gehen mal den ersten Spieltag durch. Da haben wir nämlich zum einen Fuji Edamai FC gegen Fukushima United als Eröffnungsspiel. Wen siehst du da vorne? Aus welchen Gründen? Ja, ich denke, Fujita war letztes Jahr und auch die der Jahre davor nicht ganz so dolle. Fukushima hat leichte Aufwärtstendenzen erkennen lassen. Wir reden vom Eröffnungsspiel 1-0 Fukushima. 1-0 Fukushima. Da habe ich 1-3 getippt. Ich habe mir gedacht, das wird torreich, weil Fujita ich auch eher so schlecht eingeschätzt habe, dass selbst da Fukushima was reißen könnte. Roasso Kumamoto gegen Nagano Paseto. Der Absteiger gegen den vermeintlichen immer Aufstiegskandidaten der J3. Ja, würde ich ja sogar fast vom Topspiel des Spieltags reden. Ja, das könnte gut sein. Aus der Hüfte 2-2. Ja, 1-2 habe ich gesagt für Nagano. Ich hoffe immer auf die Jungs aus den Alpen, dass sie das irgendwie schaffen. Kamatamare Sanuki gegen neuerdings Iwate Gruja, nicht mehr Gruja Morioka. Ja, keine Ahnung, warum sie da den Weg von Hokkaido Consadole Sapporo gehen wollten. Naja, immerhin waren die fast in der Champions League, also hat sich wohl gelohnt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kamatamare wird da trocken 2-0. Okay, ich habe sogar, hab sogar auf Iwata getippt, 1-3. Ja. Ja, ich bin nicht der gute Tipper vielleicht. Gucken wir mal. Yokohama SCC gegen Gainare Tottori. Das reimt sich sogar. Ja, Yokohama SCC hat ja jetzt mit Yuki Stalf einen halbdeutschstämmigen Trainer. Ob der allerdings Zug in die, in Anführungszeichen, Rumpeltruppe kriegt, bleibt noch abzuwarten. Also aktuell würde ich eher mit einem 2-0 Gainere gehen, selbst wenn Ferner Dinho da inzwischen 39 ist, aber der zieht immer so dermaßen die Fäden bei denen im Mittelfeld. Das stimmt. Ja, also da sind wir d'accord. 2-0 Tottori habe ich auch gesehen. Gut. Ja, die. Hast gerade eben SC Sagamihara gegen Kataje übersprungen. Wie kann ich denn SC Sagamihara überspringen? Mann. Weiß ich auch nicht. SC Sagamihara, Kataya Toyama, was sagst du denn da? Joao Gabriel macht 2 Tore. Kataje bleibt ohne. 2-0, ich sag 1-2 Kataya, warum mache ich sowas eigentlich? Jetzt fühle ich mich schlecht, wenn ich hier mit dir tippen muss. Hier Cerezo U23 gegen Azul Claro Numazu. Das ist immer schwierig, ne? Weil man nicht weiß, wer hier aus der ersten Liga runterkommt, sozusagen, ne? Bei diesen U23-Teams. Zum einen das, zum anderen Cerezo dieses Jahr mit einem ganz dünnen Kader, was U23-Spieler aus, die theoretisch auch in der ersten Mannschaft spielen können, angeht. Da war es, glaube ich, bis jetzt nur 15 Leute. Von daher, mit der Maßgabe, dass sie, wenn überhaupt, da mehr aus der eigenen U18 auffüllen, wird sich Numazu da mit 2-1 durchsetzen. Ich habe 2-0 Numazu auch einen Sieg getippt. Auf die erfolgreiche Mannschaft aus dem letzten Jahr. Gambas U23 gegen den Neuling Wanraure Hachinoe. Ja, Gamba fährt traditionell immer so ein bisschen andere Schiene bei der U23 als die anderen beiden Clubs. Die hauen konsequenterweise immer vier Leute aus der ersten Mannschaft mit rein. Von daher wird Wanraure es schwer haben, denke ich. 1-1. Ich habe ein 3-2 gesagt und hoffe auf den Neuling. Aber ich mag auch die U23 nicht, das kommt vielleicht auch so ein bisschen dadurch. Girawans Kitakyushu gegen die U23 des FC Tokio.
noch so ein schwieriges Ding. Beide Teams waren. Immerhin könnte da der neue Barcelona vielleicht Takefusa Kubo noch auflaufen. Wer weiß. Also Kubo in der U23. Ich glaube, dass der, über das Niveau ist er inzwischen raus. Ja, ist denkbar, aber muss nicht. Trotz allem denke ich, dass sich Tokio da knapp mit 1-0 in einem sehr, sehr schwachen Spiel durchsetzen wird. Ja, ich habe auch 2-1 für den FC Tokio getippt. Und Despa Kusatsu Gunma gegen Blaublitz, auch so ein ja fast auch Topspiel an diesem Spieltag. Jein, ja, also ich glaube, Gunma weiß jetzt, wo der Hase läuft. Wie gesagt, kommt halt so ein bisschen drauf an, wie sich der neue Kader eingespielt hat. With that being said, das ist das Spiel, wo ich mich eigentlich am meisten schwer tue, da ein Ergebnis zu sagen. Von daher sehr optimistisch 0-0. Optimistisches 0-0, ich tippe immer auf Tore, ich möchte immer Tore sehen. Despa Kusatsu Gunma gewinnt bei mir 2-1 gegen Blaublitz Akita. Schauen wir mal, was das gibt. Ja, die J3 League dürfte immer auch deswegen interessant werden, weil es ja eine gewisse Regeländerung gab, die ich persönlich sehr, sehr befürworte, denn es wird möglichen Aufsteigern eine Karenzzeit eingeräumt ab dieser Saison. Bin ich da richtig informiert? Ja, da bist du richtig. Und zwar ab sofort, wenn Vereine aufsteigen, Aufstiegsplätze belegen, jetzt eigentlich nicht unbedingt erstmal das Stadion haben, aber einen Plan vorlegen, dass die Mängel, die noch vorhanden sind, innerhalb der nächsten 3 Jahre behoben sind, dürfen sie trotzdem hoch. Sollte natürlich innerhalb von den 3 Jahren die Mängel nicht behoben sein, hat das den Zwangsabstieg zur Folge. Das ist jetzt Risiko, was ich erstmal in Kauf nehmen würde, aber ja. Ja, allein das Geld, was man einspielt durch die zweitklassige Zugehörigkeit, da wird man, glaube ich, schon einige Mängel beheben können. Und das sind ja teilweise Banalitäten, wenn man sich das anguckt beim Blaublitz Akita, wo einfach für ein J2-fähiges Stadion nur Toiletten fehlten. Da hätte man wahrscheinlich bei Gira Wanskita Kyushu kein Problem. Aber ja, sei es drum. Deswegen, nein, also von daher eine gute Regeländerung, finde ich. Ja, die Regel schlägt sich ja auch nicht nur von J3 nach J2 durch. Es wäre auch für Machida Servia letztes Jahr sehr von Vorteil gewesen, wenn die Regel da schon gegolten hätte. Ja, da sieht man auch wieder, sobald das in der J2 ein Thema ist und gerade wo jetzt auch ein Investor kommt, der in Machida Servia Geld investieren möchte, sieht die Liga auch offensichtlich die Notwendigkeit, dass man da zumindest einen gewissen Spielraum schafft eben für diese Investitionen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Und ein Tipp meinerseits, weil wir das Thema letztens auf unseren Social-Media-Auftritten hatten, wenn ihr zu den japanischen Ligen wirklich Infos braucht, schaut nicht erst auf Wikipedia, sondern immer zuerst bei uns in Transfermarkt, in der Datenbank. Wir sind auch diese Saison wieder natürlich dran interessiert und auch dran, diese Ligen halt umfassend zu pflegen. Also von daher, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo Tochigi SC genau spielt, bei Transfermarkt seht ihr es eindeutig. Sehr schön, dann wäre das unser Segment zur J3 League gewesen und jetzt machen wir eine kleine Pause, denn wir kriegen noch Besuch. J2 League. Ja, kommen wir dann zu dem vermeintlich größten Batzen dieser Episode, der J2 League. Dafür haben wir uns auch Verstärkung geholt von jemandem, der ja jetzt lieber nicht hier wäre. Hallo Benjamin. Hallihallo aus Duisburg. Natürlich ist er natürlich super gerne mit uns hier gerade und spricht über die J2 League, beziehungsweise über den Kashiwa Reysol. Nur natürlich, Kashiwa Reysol, der Abstieg letzte Saison war natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hatte, anfangs der Saison noch in der Champions League vertreten. Und ja, trotzdem schön, dass du da Zeit gefunden hast, kurz mit uns ein bisschen über die J2 League zu plaudern. Ja, ist wie eine Ausflugssaison, die können wir uns ja mal genehmigen sozusagen. Genau. Wurde ja 99 als zweite Profiliga des Landes gegründet und geht in die 21. Spielzeit mit 22 Teams. Es ist die größte Fußballliga des Landes mit 42 Spieltagen, auch pickepacke voll. Teamverteilung von eben der Region Tohoku bis neuerdings Okinawa, da kommen wir noch auch gleich drauf zu sprechen. Ja, ist in der J2 League so ziemlich fast ganz Japan vertreten.
Wir haben das Problem, dass es eben so eine große Liga ist und auch obwohl es bei uns einige Leute gibt, die irgendwo Sympathien zu verschiedenen Vereinen der J2 League pflegen, für einen Gesamtüberblick sind wir dann doch nicht breit genug aufgestellt. Wir werden uns also so wieder ein bisschen fokussieren. Für alle, die mehr zur J2 League hören wollen und auch den einen oder anderen Verein, der sei nochmal der J-Talk Podcast ans Herz gelegt. Da gibt es auch aus der vergangenen Woche ein J2 Special, wo Ben Maxwell sogar immerhin den Cheftrainer von Tokyo Verdy, den neuen, Gary White, ans Mikrofon bekommen hat. Kann man sich gerne mal anhören, wobei ich sagen muss, professioneller Trainer, wie er nun mal ist, sind die Aussagen sehr, sehr wässrig. Aber trotzdem mal interessant, wie sich auch dieser Podcast entwickelt in Japan selbst vor Ort. Wir schauen einfach mal entlang des kommenden Spieltages am 24. Februar, welche Partien es dort gibt und blicken mal auf die einzelnen Teams. Und da macht den Anfang ein Aufsteiger, nämlich Kagoshima United gegen Tokushima Fortis. Benjamin, du hattest ja auch mit Gerd Engels gesprochen. Muss man sagen, da gab es ja auch gewisses Interesse an einer Verpflichtung seinerseits. Hättest du das gut gefunden, wenn Gerd Engels da untergekommen wäre in dieser tiefen Region im ganzen Süden Kyushus? Ja, also das Spannende ist ja bei Kagoshima, also wäre dann mit Sicherheit mit Gerd gewesen, dass er dort wahrscheinlich eher Cheftrainer geworden wäre, wo er jetzt in Kyoto ja Co-Trainer nur ist, also nur in Anführungsstrichen. Ich denke schon, das wäre nochmal so ein zusätzlicher Reizpunkt gewesen, aber leider hat sich auch da ein bisschen herausgestellt, dass Kagoshima der Aufstieg und so weiter diesen kleinen Verein doch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber schon vor Aufgaben gestellt hat, die schwierig waren und deswegen auch entsprechend die Verhandlungen sich da wohl nicht so sinnvoll gestaltet haben. Und wenn man im Internet sich ein bisschen umhört, man sieht ja doch leider auch, dass Kagoshima fast bei allen Spezialisten und Experten als letzter in der J2 vorhergesagt wird. Also ich glaube, da hat fast jeder Experte das so übersichtlich, also sozusagen vorhergesehen. Und ich bin gespannt, also es wäre natürlich schön, wenn die in der Liga sich halten könnten. Ich meine, wo auf der Welt sonst kann man von dem Stadion aus schon einen ausbrechenden Vulkan sehen? Aber ob das wirklich so viel Ablenkung ist, dass die anderen Vereine der zweiten Liga da ihre Punkte nicht mitnehmen, das bleibt sicherlich abzuwarten. Ja, mit dem Weggang von eben Yasutoshi Miura, mit dem man in den letzten Jahren einen sehr, sehr guten Aufstieg auch gefahren hat. Ich gucke gerade hier bei uns in der Datenbank, sind 68 Spiele, Punkt pro Spiel 1,74, das ist respektabel. Hat es jetzt ja auch dann am Ende für eben diesen Aufstieg gereicht. Am Ende ist es dann der Trainer des FC Ryukyu geworden, Jong Song Kim, vom Mitaufsteiger aus eben Okinawa, der an die südlichste Zipfel Kyushus gewechselt ist. Und ich habe mir mal so kurz mal einen Überblick verschafft eben über die Transfers, die da gekommen sind. Da haben wir nämlich mit Rei Onezawa einen doch recht bekannten Namen als jungen Spieler, der eben von Cerezo Osaka gewechselt ist, eben nach Kagoshima. Mit Kohei Hatanda, einen etwas betagteren Spieler von Nagoya Grampus. Von Matsumoto Yamaga aus der J1 League kommt der Südkoreaner Yong-tae Han. Und von Avispa Fukuoka, da wird sich der andere Ben natürlich auch irgendwo freuen, dass es ihn zumindest bei Kyushu hält. Shunsuke Tsutsumi, auch in der J2 League vertreten nächste Saison. Und bei den Abgängen fand ich jetzt zumindest am ersten Blick keinen wirklichen Namen, der aussticht, außer Takuma Sonoda, der nach der Leihe zurück zu Tokushima Fortis gewechselt ist. Im J-Talk Podcast wurde das auch ein bisschen thematisiert im Vergleich die beiden Aufsteiger und da war so der Tenor, dass Kagoshima zumindest bessere Chancen hat als der FC Ryukyu. Da kommen wir dann gleich auch nochmal beim FC Ryukyu selbst drauf zu sprechen. Gegen Tokushima Fortis, die waren letzte Saison gar nicht allzu schlecht. Wenn ich da mal schnell auf die Tabelle des letzten Jahres gucke, außer das hat gerade einer im Kopf. Elfter. Genau, ist aber auch so ein Team, was irgendwie jede Saison dann doch dabei sein könnte, um den Aufstieg mitzuspielen.
ist ja auch mit eben dem spanischen Cheftrainer Ricardo Rodriguez auch auf der Position, sage ich mal, für die J2 League nicht allzu schlecht besetzt. Stefan, wie siehst du die Chancen für Tokushima, da mal oben wieder mitzuspielen? Joa, gute Frage. Ich bin da ganz ehrlich, Tokushima habe ich mich jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten nicht wirklich befasst. Also, das will ich sogar fast den Falschen. Ja, höre ich. Zu. J2 ist nicht unbedingt mein Metier. Ja, stimmt. Du hast natürlich auch viel mehr Ahnung aus den tieferen Ligen, was ich absolut positiv hervorheben möchte. Was man aber feststellen kann an den Transfers, es sind wirklich namhafte Transfers, erfolgt eben an die Ostspitze Shikokus. Koki Kiyotake, der Bruder von unserem bekannten Hiroshi Kiyotake, ist von Jeff United zu Tokushima gewechselt. Wir haben von Vevada Nagasaki, dem Absteiger, Jordi Buiz, der Australier ist er, glaube ich, der auch dahin gewechselt ist. Wir haben mit Seiya Fujita einen gestandenen Erstligaspieler, der von Shonan Belmare gewechselt ist. Und aus der La Liga 2 vom FC Cadiz wechselt David Barral dorthin. Auch für die Vermarktung nicht allzu schlecht aus Thailand. Chakit Labtrakul von Bangkok Glass ehemals, inzwischen BG Patum United. Ja, und eben der angesprochene Takuma Sonoda, der eben von dem Gegner des ersten Spieltages zurückgekehrt ist, nämlich von Kagoshima United. Ja, da muss man mal gucken. Bei Tokushima muss man auch immer dazu sagen, die haben natürlich auch für einen Chikoku-Verein einen richtig großen Sponsor im Rücken mit der Otsuka Corporation. Mhm. Das heißt, die können sich schon einen gewissen Grundkader leisten. Und jetzt, wo Sanoki auch abgestiegen ist, was ja sozusagen gefühlt, weiß nicht, 5 bis 10 Kilometer nur entfernt war, kann man dort ja auch ein bisschen den höherklassigen Fußball fast für sich monopolisieren in der Gegend. Mhm. Vielleicht sind Fans dann doch ein bisschen interessierter in den Spielen noch von Tokushima und der Zulauf erhöht sich. Das bleibt mit Sicherheit abzuwarten, aber ich würde dir da auch zustimmen, dass Tokushima immer einer der Kandidaten ist, zumindest einen dieser Playoff-Plätze in der zweiten Liga zu erreichen. Ja, Abgänge namhaft ist einmal Jong-Pil Kim genannt, der früher ja auch, glaube ich, bei Tokyo Verdy war. Der ist nach Südkorea gewechselt zu Gyeongnam FC, die ja auch, glaube ich, jetzt letzte Saison gar nicht so schlecht in der K1 gespielt haben, sehr überraschend. Und da ist natürlich auch mal die Frage, gerade bei den südkoreanischen Spielern, da ist irgendwann vielleicht auch der Militärdienst abzuleisten. Dementsprechend ist dann der Wechsel in die heimische Liga auch immer so ein Vorbote einer Zwangsleihe zu zum Beispiel einem Militärverein eben in diesem Land. Persönlich für mich auch noch ganz interessant, Taro Sugimoto kommt dann auch von Tokushima zurück zu den Kashima Antlers. Auch ein hoffnungsvolles Talent gewesen und lange jetzt verliehen gewesen. Da muss man mal gucken, ob der jetzt auch da bei Kashima sich da etablieren soll in der ersten Mannschaft. Kommen wir zum zweiten Spiel. Da haben wir dann nämlich Vevada Nagasaki gegen den lass mich jetzt nicht lügen, Yokohama FC. Ja, das passt. Nagasaki hatten wir jetzt das Vergnügen, letztes Jahr in der ersten Liga uns anzuschauen. Benjamin, warst du in Nagasaki im Stadion in Transkosmos? Ja, war ich, ja. Warst du? Also den langen Weg von der Isahaya Bahnstation bis zum Stadion gelaufen. Das ist ja da ein bisschen ungünstig gelegen. Wir haben ja mit Raceworld da auch, wie fast jedes Auswärtsspiel, wo ich dabei war, 1-0 verloren. aber alles in allem war das einer der schönsten J-League-Trips, den ich so gemacht habe, weil einfach die Gegend einfach touristisch auch unheimlich attraktiv ist und Nagasaki eine schöne Stadt ist, in der man eine gute Zeit verbringen kann. Und der Verein bleibt mir insofern auch ganz gut in Erinnerung, weil man im Heimbereich ankommt sozusagen und von da aus zum Gästebereich um Stein rumläuft und ich da ein bisschen die Vorbereitung der Fanszene gesehen habe, was gefühlt nur eine Familie ist, die da sozusagen mit Freunden und anderen Bekannten da den Verein unterstützt. Das war ganz interessant zu sehen. Was bei Nagasaki natürlich spannend ist, ich glaube, da kommst du wahrscheinlich auch gleich drauf zu sprechen, ist, dass dort also noch in einem größeren Ausmaß als bei Tokushima ein gewaltiger Sponsor im Hintergrund steckt mit Jabanetto,
wo der Firmenboss auch großer Fan des Vereins ist und bei den Spielen meistens auch anwesend ist und ja gerade plant, da ein neues Stadion mit Immobilienkomplex und auf dem Stadiondach Campingplätze und sowas zu bauen. Ja, die sind sehr abenteuerlich, die Skizzen, die es da kursieren im Internet. Wilde Designs, sag ich mal. Aber ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn die ein neues Stadion bauen, weil das Transkosmos heißt. Es ist halt eigentlich ein gutes Stadion für J-League-Verhältnisse, aber es ist halt unheimlich weit weg, so abgelegen von Nagasaki selbst. Mhm. Genau, und ja, der Abstieg hat natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen Feuer rausgenommen, aber man muss bei diesen Vereinen, diesen, naja, sagen wir mal, etwas kleineren Vereinen, würde man sie ja vielleicht kategorisieren, die aber jetzt mit großen Finanzreserven ausgestattet sind. Shonan Bellmare ist noch ein anderes Beispiel. Muss man mit Sicherheit gespannt sein, was in den nächsten Jahren passiert, wie die sich entwickeln und ob die vernünftige, sagen wir mal, eine auch sportliche Fachkräfte bekommen, ne? So ein guter Sportgeschäftsführer oder so. Den braucht man dann schon, um eine vernünftige Mannschaft zu entwickeln und sportlichen Erfolg zu haben. Ja, du hattest es erwähnt, Japanet als großer Sponsor, gab es vor 2 Jahren ungefähr, war es glaube ich, dann noch diese Problematik, was die Finanzen angeht, hat Japanet das Team ziemlich finanziell aus dem Gröbsten rausgeholt. Der Aufstieg, hatten wir ja schon damals auch gesagt, im Halbserienrückblick und in der Vorausschau, dass das ein bisschen zu früh kam. Also man hatte bestimmt damit geplant, irgendwann mal Erstliga-Fußball zu spielen, dass dann dieser direkte Aufstieg plötzlich gelang, war so wahrscheinlich nicht eingeplant. Von daher hat man aber auch immerhin als zwar Tabellenletzter und dementsprechend Absteiger der J1 League trotzdem die höchste Punkteausbeute eines ja, Letztplatzierten in der J1 League eingefahren in dieser sehr abstrusen Saison, die wir letztes Jahr hatten. Ich war ja auch im Stadion im Ajinomoto in Chofu bei Tokio, wo halt der FC Tokio beheimatet ist, und hat mir das Spiel der FC Tokio gegen Nagasaki angeschaut. Da hast du recht, es ist wirklich so, diese aktive Fankurve ist auch ein relativ kleiner Block, der da unterwegs ist. Ansonsten viel, viel wirklich Familien und ja, Kumpels, die da irgendwie unterwegs sind, aber auch irgendwie alles fernab des eigentlichen Kernpublikums sich da bewegen. Und ja, dieser Geldgeber eben von Japanet, der Chef, der ist auch wie so ein bisschen so ein Mikitani, würde ich jetzt mal behaupten, in klein. Also nur, ja, dass der auch wirklich angehimmelt wird von den Fans, weil die das einfach so toll finden, dass der da wirklich da das vermeintlich auch mit etwas mehr Konzept als Whistle-Kobe, die Speerspitze sei mir mal erlaubt, da irgendwie versucht, das aufzubauen. Und das Stadion selbst soll ja auch, glaube ich, dann irgendwo im Stadtbereich an einem Fluss irgendwie entstehen, wenn ich die Skizzen noch grob in Erinnerung habe. Genau. Also da sind schon Sportanlagen, wo das Stadion gebaut werden soll. Mhm. Das ist gar nicht so weit weg von all den Leuten, die vielleicht schon mal touristisch da unterwegs waren. Das ist nicht so weit weg von dem ganzen Atombomben Museum und dieser Urakami-Kirche da direkt an der Hauptverkehrsader. Also das wäre schon wirklich ein Sahnestück. Deswegen auch die Verbindung mit zwei Hochhäusern oder sowas, also so, sagen wir mal, Filetstücken, was Immobilien angeht. Mm. Ja. Ja, sehr gut. Ja, was Transfers angeht, da wird dann Neutrainer Makoto Teguramori, den man auch aus Reihen der Nationalmannschaft kennt, auf zwei Koreaner setzen, die jetzt aus Ulsan gekommen sind, per Laie, Sangmin Lee und Jung Ho Lee, eine Verwandtschaft nicht zwingend vorauszusetzen. Allerdings muss man auch sagen, Nagasaki hat diesen Abstieg auch ein bisschen was verloren. Juanma Delgado, einer der spanischen, also bis der spanische Offensivmann der letzten Jahre, ist jetzt zu Omiya Ardija gewechselt, Ryotaro Iyo zu Vegalta Sendai und auch ganz herber Verlust Musashi Suzuki, der zu dem aufstrebenden Hokkaido Consadole Sapporo in die J1 gewechselt ist. Jordi Buis zu Tokushima hatten wir schon thematisiert. Die spielen am Sonntag, den 24.02. dann gegen den Yokohama FC. Edson Tavares als Cheftrainer des Teams haben es auch in die Playoffs geschafft. Eins der Teams aus Yokohama. Sag mal, kriegst du, Ben, das so ein bisschen mit? Ist Yokohama irgendwie so eine fußballverrückte Stadt oder warum gibt es so viele Yokohama-Vereine? Das fragt man sich manchmal, ne? das in Yokohama kommt es ja einfach auch aus der Tradition durch diese Aufteilung der Vereine, ne, von Flügels und dann später die Marinos und diese ganze, also da ist einfach eine relativ lang gewachsene Tradition ist immer schwierig zu sagen in Japan, aber von halt Vereinen, die es da gibt und dann gibt es ja dann auch die Baystars mit
Also mit Baseball, das heißt, ja, eigentlich ist es ungewöhnlich, dass die Fußballvereine da relativ große Zuschauerzahlen anziehen, auch über 2, 3 hinweg. Weil es gibt ja auch noch in der JFL, habt ihr ja wahrscheinlich drüber gesprochen, auch noch Yokohama-Verein. Ja, du meinst J3 Und League, dann den gibt's, Yokohama Sports Culture Club. meine ich ja, genau, den meine ich noch. Und dann gibt es da natürlich noch Shonan Bellmare, was auch in der gleichen Region liegt, ne? Das heißt also, die Einzugsgebiete der Vereine überschneiden sich auch ziemlich. Aber ich würde schon sagen, Yokohama kann man schon so ein bisschen auch als Sporthochburg bezeichnen in dem Sinne, ne? Natürlich können die Vereine sich das da leisten, weil einfach die Einwohnerzahl so gewaltig ist, dass man da wahrscheinlich noch zig mehr Vereine großziehen könnte. Aber ja, da ist immer ein bisschen, also auch um den Shin-Yokohama Bahnhof herum, ist schon ein bisschen Fußballatmosphäre, die man da atmen kann. Man hat so ein paar kleine fußballbezogene Bars und so. Dann die leidenschaftliche Fanszene von vor allen Dingen vom FC, aber ja auch bei den Marinos da mit unseren Freunden da aus England und Amerika, die da auch aktiv sind. Das stimmt. Also, das ist schon, da kann man dir schon recht geben. Also, das ist schon ein bisschen so eine kleine Fußballhochburg da. Ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, also sehr modern und ja, von daher, ich habe mich so einmal verlaufen, bin ein bisschen spazieren gegangen und bin dann auch bei euch beim Trainingsgelände von Yokohama F. Marinos gelandet, wo sie auch mit dem Bus irgendwie draußen standen und drin haben irgendwelche Jugendliche dann wahrscheinlich von der Akademie oder so trainiert. Auf jeden Fall wirklich sehr empfehlenswert, sehr schöne Stadt. Und was können wir zum Und das Yokohama? Steigern ist halt ein bisschen, ne? Also Ja, hier im Vergleich zu überproportioniert, Kitsch, ne? ne? Das Steigern ist natürlich ein bisschen problematisch, weil es ist viel zu groß, es ist auch weit weg vom Spielfeld und die Marinos denken ja auch darüber nach, ein neues Stadion zu bauen. So in einer etwas normaleren Größe, so um die 40.000 rum. Und vor allen Dingen für alle, die planen, vielleicht mal ein Marinos-Spiel anzugucken, weil ja beispielsweise das Einlauflied bei den Marinos ist von unserer guten deutschen Band Rammstein gespielt. Wer da ein bisschen in die Musikrichtung auch was mal erfahren will, wird auch gerne bei Abendspielen das Licht abgeschaltet und dann haben die alle so Leuchtsticks, also das ist ganz witzig. Aber wenn es regnet, sollte man sich da schon so ein paar Regencapes einpacken, weil das Dach, was dort über dem Stein ist, das deckt gerade mal so die obersten 10 Reihen ab, der Rest wird schön nass. Sprichst wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Ja. Ja, ansonsten zum Kader selbst können wir gar nicht so viel Neues erzählen, in der Form, als dass es kaum wirklich namenswerte Transfers gab. Was ich interessant war als Transfer zum Yokohama FC hin, Takuya Matsuura von Jubilo Iwata, gestandener Erstligaspieler auch, wechselt eben zum Yokohama FC. Und man verliert auch einen Südkoreaner, Seung Jin Bae, an eben Gyeongnam FC. Man kann also sagen, es sind wirklich viele Spieler nur aus der zweiten Reihe, die irgendwie ausgetauscht worden sind. Der Kern bleibt enthalten. Von daher ist die Frage, ob Edson Tavares es dann auch wieder schafft, diese Saison in die Playoffs einzusteigen. Denn an der Tabellenspitze der J2, da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger hinzukommen mit manchen namhaften Vereinen. Kommen wir zur dritten Partie und da werden wir auch dann gleich ganz intensiv noch mit dir zu sprechen kommen, nach deinem großartigen Spezialauftritt Anfang des Jahres. Renofa Yamaguchi trifft zu Hause auf eben den Absteiger Kashiwa Reysol und da werde ich einmal kurz auch aus eigenem Interesse im Yamaguchi kurz sezieren. Masahiro Shimoda ist weiterhin Trainer bei Renofa. Man hat leider einige namhafte Abgänge auch hinnehmen müssen, was aufgrund der Laien auch nicht zu vermeiden war. Ado Onaiwu, einer der Topscorer eben der J2 League vergangenen Saison, geht eben zu den Urawa Reds zurück. Genauso den Mitsuru Maruoka, den man vielleicht vom BVB noch kennen könnte vor einigen Jahren, der wechselt zurück zu Cerezo. Und Junya Osaki, auch ein relativ regelmäßiger Spieler im Kader der Renofa, geht zu Tochigi SC, zum Konkurrenten. Da ist aber dann trotzdem Unterstützung unterwegs. Man hat mit Paolo Junichi Tanaka vom FC Gifu einen ja, sehr talentierten Spieler genommen, den auch die Gifu-Fans, die auch beim J-Talk-Podcast regelmäßig sprechen, eigentlich in großen Worten gelobt hatten. Da bin ich mal gespannt, wie Paolo sich da einspielt. Von Tokio Verdy wechselt vollständig Daisuke Takagi, der hatte vergangene Saison immerhin 8 Tore und 5 Vorlagen beigetragen nach unserer Statistik. Und mit Masato Kudo kommt auch ein ehemaliger Ressol-Spieler,
nach Yamaguchi, nämlich von einer Laie her von Sanfrecce Hiroshima. Da hat es ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt könnte Yamaguchi die Möglichkeit für Masato Kudo sein, sich wieder so ein bisschen in den Fokus zu spielen. Wo wir auch noch mal drauf gucken werden, was ich gerne erwähnt hätte, ist Dostonbek Zurunov, ein Usbeke, der kommt, da weiß man natürlich nicht, Usbekistan ist ja momentan im Jugendbereich in Asien sehr groß im Kommen, ob das jetzt was Gutes heißt für Hannover, werden wir sehen am ersten Spieltag gegen Benjamin Kashiwa de Sol. Dann würde ich sagen, Bühne frei, erzähl mal, was erwartest du von diesem Spiel, was erwartest du von der Saison vor allem dann auch, und gerade eben von der Rückkehr auch von Elsinho als Trainer, der auch Meistertrainer 2011 war. Ja, wir haben ja schon im Special sozusagen Podcast schon einiges über die Situation gesprochen, aber es gab natürlich noch ein paar Änderungen danach. Mhm. Ich sprach ja in dem Podcast, also wer sich dafür interessiert, kann ja da gerne auch nochmal reinhorchen, davon, dass wir diese Achse hatten, der sehr starken, also der J-League-Spieler, die eigentlich, ne, wir sprachen ja gerade über Nagasaki, dass es der punktstärkste Letztplatzierte war. Mhm. Reysol war, glaube ich, der punktstärkste Absteiger, glaube ich, fast weltweit. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es in einer anderen Liga, die so strukturiert ist, schon mal Mannschaften gab, wo Leute mit 37 Punkten abgestiegen sind. Ja, man sagt ja immer diese magische, Grenze von 40 Punkten ist ja irgendwie immer Abstiegssicherheit, und wir hatten ja letzte Saison in der J1 fünf Teams, die mit 41 Punkten abstiegsgefährdet waren, also ja. Genau, also da können wir ja mal so als Shoutout machen, vielleicht hat ja einer der Zuhörer, googelt das mal und findet das heraus für uns, um uns zu belehren, ob schon mal jemand mit mehr Punkten direkt abgestiegen ist. Auf jeden Fall, ja, es war halt eine ganz bittere Saison als Champions League-Teilnehmer und es ist im Verein einiges schief gelaufen. Das haben wir schon ausführlich analysiert. Mhm. Jetzt ist halt von dieser Achse, die ich damals ansprach, Ito Junior und Nakayama Yuta jeweils noch weggefallen. Ito Junior ja ausgeliehen nach Genk, nach Belgien, für erstmal ein Jahr, glaube ich, mit Kaufoption. Und wenn er da so spielt, wie er es kann, dann wird er da auch bleiben. Und wahrscheinlich dann auch vielleicht sich früher oder später mal Richtung Bundesliga orientieren können. Und Nakayama Yuta leider ist kompletter Transfer, was halt sehr schade ist, weil es ein junger Spieler ist von der Akademie von Reysol mit gewaltigem Potenzial. Also für mich einer der besten Innenverteidiger eigentlich in der J-League, wenn er ja Unterstützung hat. Das sind nochmal zwei Sachen, die zwei große Spieler, die weggefallen sind. Aber wir haben halt Nelsinho jetzt als Rückkehrer, ne? Meister geworden 2011 mit Nelsinho als Aufsteiger damals. Diese Hoffnung, die ist jetzt einfach auch da. Also die normalen Fans und so, die sehen. Also das Problem, was ich sehe, ist, die J2 wird so als wirkliche Durchgangsstation nur betrachtet. Ne? Und das birgt natürlich auch eine große Gefahr. Ne? Wenn man zu arrogant ist und so, dann kann man auch ganz schnell mal stolpern. Und der erste Gegner, Yamaguchi, der eignet sich dafür auch schon optimal, weil, wie du schon sagtest, es gab viele Änderungen. Letztes Jahr war Yamaguchi viel, viel stärker, als die Experten das vorhergesehen haben. Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die immer überraschen kann. Es ist eine eklige Reise gleich zum Beginn. Ne? Also die J-League war ja so freundlich, alle langen, weiten Auswärtsspiele von Kashiwa in die erste Jahreshälfte zu legen. Was für mich natürlich schade ist, weil Yamaguchi wäre zum Beispiel auch ein Ding gewesen, wo ich hundertprozentig mitgefahren wäre, weil das ist halt das weiteste Spiel auf Kanto und ich war dort in der Gegend noch nicht und du hast ja auch davon geschwärmt. Also, ja, sehr schön da, also kann man auf jeden Fall machen. Ja, das hätte ich gerne gemacht, aber wie gesagt, um auf die sportliche Situation zurückzukommen, Nelsinho, dazu natürlich den Masami Ihara, der von Avispa gekommen ist nach 4 Saisons, der auch ein erfahrener Trainer ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Was aber für mich noch viel interessanter ist, ist, dass Kurisawa, also unser Verteidiger von letzter Saison, also der bei Reysol alle Titel gewonnen hat und jetzt langjährig bei Reysol Stammspieler oder gespielt hat, jetzt direkt vom aktiven Spielerleben in das Co-Trainerleben wechselt. Und das finde ich immer sehr spannend, weil diese Brücke zwischen Team und Staff sozusagen, das ist bei vielen Vereinen ein Erfolgsmodell, würde ich schon sagen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert.
Um mal kurz über die Transfers zu sprechen, ich sprach ja schon über die Abgänge. Bei einem Abstieg ist natürlich damit eigentlich zu rechnen, dass man den größten Teil der Spieler austauscht oder zumindest die stärkeren Spieler verliert. Da haben wir nämlich auch noch einen interessanten Spieler im Tor bei euch, den künftigen wahrscheinlich Nationaltorhüter Japans. Der ist ja wieder erwartend dann doch nicht gewechselt. Weißt du da mehr, was die Hintergründe dazu sind? Ja, also ich versuche das mal von vorne nach hinten sozusagen aufzubauen. Ne? Im Sturm haben wir ja, Okay. also wie gesagt, Ito Jr. ist Abgang und Diego Oliveira, der halt letzte Saison auch schon nicht mehr bei Reysol war, sondern beim FC Tokio und da ja, glaube ich, Topscorer von denen sogar geworden ist. Dann, na, wie heißt er, der zu Sendai gegangen ist, zurück, der andere brasilianische Spieler, Ramon Lopez, genau. Und dann im offensiven Mittelfeld noch der Abgang von Kim Bo-Gyeon ist mit Sicherheit noch erwähnenswert. Und unser alter Bundesliga-Held Hajime Hosokai nach Thailand, der aber bei Reysol auch keinen Eindruck hinterlassen konnte. Und in der Abwehr dann, wie gesagt, Nakayama Yuta und ja, das ist so der namhafteste. Aber wie gesagt, normalerweise geht man davon aus, dass man bei einem Abstieg relativ viel Substanz verliert, aber bei Reysol war es eher überraschend, was für starke Spieler geblieben sind, ne? Also Cristiano als Auf jeden Kapitän. Fall, Cristiano. Also da braucht man nicht, das muss jetzt nicht arrogant sein, sondern das ist gehobene, also in der J2 ist das absolut zu den Spitzenstürmern sollte das gehören normalerweise. Dann Atora Esaka genauso. Ne? Dann Koike Diuta, der auch mit im Blickfeld der Nationalmannschaft liegt als Außenverteidiger, der bei Dynamo Dresden ja im Gespräch war. Dann, wie du schon sagtest, Kosuke Oda Nakamura. Kosuke im Tor, der, wenn er wieder gesund ist, ne, also man muss, also es hat zwei Gründe, dass er nicht gewechselt ist. Das eine ist natürlich, er ist Racer natürlich extremst dankbar dafür, dass man ihn letztes Jahr so unterstützt hat, weil er war zweimal an dem Punkt, wo seine Karriere hätte vorbei sein können. Ne? Er war zweimal schwer, also mit schweren Gehirnerschütterungen und im Wirbelbereich verletzt, nach dem Spiel gegen Nagoya und nach dem Spiel gegen Tokio, wo seine Karriere wirklich am seidenen Faden hing. Und das bei so einem jungen Torhüter, der wirklich, der hat nicht nur die Qualität halt auf der Linie beim Rauslaufen, sondern der hat auch so eine Führungspersönlichkeit. Ne? Ich habe ja gesagt, wenn Nakamura Kosuke in die japanische Nationalmannschaft kommt und der entsprechende Trainer auch da ist, dann ist das ein Kandidat auch, dass er mittelfristig Kapitän der Nationalmannschaft werden könnte. Einfach, weil so eine Ausstrahlung habe ich bei japanischen Spielern selten gesehen. Also das ist einer, der geht jedes Mal mit zum Schiedsrichter, wenn irgendeine Entscheidung problematisch ist oder so. Das muss man ihm schon hoch anrechnen. Und der ist erst, wie gesagt, Anfang 20 so, ne? Das ist schon besonders. Also dass der bleibt, ist absolut super wichtig. Und dazu kam ja also ein guter Mix, würde ich sagen, aus erfahrenen Spielern aus der J-League. Also mal um ein paar zu nennen, Daichi Tagami von Nagasaki, haben wir ja schon drüber gesprochen. Der 26- oder 27-jährige Innenverteidiger, der da, glaube ich, auch 27 Spiele gemacht hat letztes Jahr in der J-League. Der ist mit Sicherheit mit Erfahrung ausgestattet und soll Nakayama Yuta mit Sicherheit ersetzen. Dann hat man noch ganz große Erfahrungen mit Yuta Somaiya von Kyoto geholt, der sich in der J2 halt perfekt auskennt, ne, mit seinen 33 Länzen und aber auch mit über 150 Spielen in der J2. Also da sollte Stabilität kommen. Dann dazu zwei Wunderkisten, die Nelsinho sich ausgesucht hat, mit Gabriel von Flamengo Rio, 29-Jähriger, der in seiner Karriere dort 23 Tore und 11 Vorlagen auch aufs Parkett gelegt hat. Mit Sicherheit im offensiven Mittelfeld jemand, der die Vorlagen endlich geben soll, damit Esaka auch mal glänzen kann, weil er sehr abgemeldet war. Ja, dann noch ein paar Jugendspieler, Kamijima von der Chuo-Uni, Sugi von der U18 von Reysol, Yamada auch von der U18, der war schon bei den Luban Cup und so ab und zu mit auf der Bank. Daisuke Kikuchi von Urawa und Takashi von Kobe. Und dazu noch ein erfahrener Stürmer, Murata aus Shimizu, der aber bei Shimizu letztes Jahr auch nicht besonders oft gespielt hat, glaube ich. Hat zwar ein Tor gemacht, aber ist nicht wirklich dazu gekommen. Und dann noch eine weitere Wundertüte, der Richardson Genau. aus Brasilien. Mit seinen 29 aber eher, also in der zweiten brasilianischen Liga, glaube ich, unterwegs gewesen. Aber da kann ich natürlich als Wolfsburger immer sagen, zweite brasilianische Liga, das darf man nie unterschätzen, weil wir da mal einen Bruno Henrique geholt hatten, der Real Madrid zur Verzweiflung gebracht hat. Also hoffen wir mal, dass Richardson vielleicht ähnliche Qualitäten entdecken lässt. Aber mit Nelsinho als Trainer, denke ich, die Brasilianer mit Cristiano da als Zugpferd vorne
und als Kapitän, das könnte was werden. Und ja, wenn man über die Saisonziele sprechen will, es ist natürlich, ich glaube, alles andere als der direkte Wiederaufstieg wäre schon eine Enttäuschung für die Fans und auch für den Verein selber, wenn man guckt, wie stark der Kader halt besetzt ist. Mhm. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und sich die restliche Liga anguckt, eigentlich, also auch die vielen Experten haben Racer ja schon auf Platz 1 gesetzt und ich denke, das sollte erstmal der Anspruch sein, dass man das schafft. Natürlich ist, eine, wie du schon sagtest, die Liga ist riesig, es gibt ganz viele Spiele, es kann ganz viele Verletzungen geben. Und dazu gibt es noch den Luban Cup, wo Racer auch dieses Jahr wieder mitspielen muss mit der Gruppenphase, weil man als Absteiger dafür auch noch qualifiziert ist. Und dann kommt noch der Tenno-Hai dazu, der ja so ein bisschen intern wird darüber gesprochen, aber das Ziel ist, sich da bis ins Finale durchzukämpfen, weil das ja im Cocorizo sein wird, also in dem neuen Nationalstadion, was für die Olympischen Spiele gebaut wird. Und das ist so ziemlich der Traum von jedem Verein, dort das Eröffnungsspiel sozusagen geben zu dürfen im Januar 2020 und sich darüber bei die ECL auch zu qualifizieren. Also das klingt jetzt natürlich so für als zweitligister Absteiger, oh ja, hier will jemand den Kaiserpokal gewinnen und so, das klingt natürlich schon ein bisschen arrogant, aber ich denke mit dem Kader und wenn man Glück hat, Losglück hat, also wenn man jetzt Urawa Reds und Kashima und solche Brocken halt umgehen kann durch Zufall, dann denke ich, hat man da schon eine gute Chance, auch was draus zu machen. Dann ist das gar nicht so unrealistisch. Genau, jetzt zum Kaiserpokal muss man natürlich auch sagen, das Finale dann wahrscheinlich gegen den Honda FC, die das ja als interne Zielsetzung ausgegeben haben. Das hatten wir im JFL-Segment besprochen, das hast du nicht gehört, aber das war ganz schön, dass du das Finale angesprochen hast im Kaiserpokal. Dachte ich, die Pointe muss ich mal nutzen. Ja, ja. Nee, also wie gesagt, wir, die Racer-Fans, schauen sehr positiv in die neue Saison. Für mich ist halt schade, dass ich jetzt nicht vor Ort bin, weil es natürlich etliche spannende Reisen gegeben hätte. Ja, wie gesagt, die Zielsetzung ist klar. Der Trainer hat das auch, glaube ich, so rübergenommen. Der wird seine letzten 3 Jahre als aktiver Trainer bei Racer verbringen. Ne, er ist ja schon ein bisschen älter und hat halt gesagt, dieser 3-Jahres-Vertrag soll halt der letzte seiner Karriere werden. Und der will da natürlich noch was erreichen. Ne? Und am liebsten wird er gerne nochmal einen silbernen Pokal irgendwie reinstellen, mhm, welcher das auch immer ist. Und ich glaube, dafür ist die Grundlage, ist auf jeden Fall dafür gelegt. Und wie gesagt, ich sehe halt eine große Gefahr darin, dass man vielleicht die zweite Liga ein Stück weit unterschätzt, weil es gibt Mannschaften, ich kann da einige auszählen, Kofu, Niigata, Nagasaki haben wir gerade schon drüber gesprochen, auch Omiya, das sind alles welche, die darf man nicht vergessen im Aufstiegsrennen. Ne? Und es gibt nur 2 direkte Aufstiegsplätze. Dahinter die Relegation ist für mich, hat man letztes Jahr gesehen, eigentlich nur ein Geschenk für die Vereine der J1, weil wenn du als da Zweitligist da zig Auswärtsspiele machen musst und dann beim finalen Spiel dann auch noch auswärts beim J-League-Verein antreten musst. Also ich bin gespannt mittelfristig, wie viele J2-Vereine das da schaffen sollen, da mal durchzukommen. Ja, also man muss schon Erster oder Zweiter werden, um aufzusteigen. Und ich sag mal, der Kader ist so besetzt, dass das möglich wäre. Und man will halt auch ein Zeichen setzen. Morgen ist das erste wichtige Testspiel, also das wichtigste Testspiel gegen Jeff, ne, der Derby-Gegner, der in der zweiten Liga natürlich auch deutlich hinter Racer landen soll. Und das will man halt morgen schon mal deutlich machen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Letztes Jahr hat man das Spiel 4-1 gewonnen. Wie dann die Saison danach verlaufen ist, hat man ja noch ganz gut in Erinnerung. Ich muss ja fast hoffen, dass wir morgen verlieren, dass dann wenigstens die Saison vernünftig läuft. Genau. Und ja, der Yamaguchi-Trip dann wird für unsere Gruppe auch spannend. Wird nicht mit dem Auto gemacht, wie ich vorher gesagt hatte, wo ich es vermutet hatte, sondern weil es so weit ist, dass es nicht zeitlich machbar wäre mit der Rückreise. Fliegen da fast alle hin. Mhm. Und das ist für viele auch das allererste Mal darunter. Das ist auch immer ein kleines Highlight, denke ich. Und ja, Okinawa ist auch schon gebucht bei den meisten. Also da wird sich einiges bewegen, auch in der zweiten Liga. Ich bin da eigentlich positiver Dinge. Ja, Kashiwa Reysol, du sagtest es ja, ist ja auch viele neue Grounds, die man da jetzt besuchen darf. Kashiwa ist ja wirklich einer der etablierten Erstliga-Clubs, auch schon seit, sag ich mal, ersten Eintritt in dem DJ One League. Jetzt haben wir eine Frage hier vom Avispa Ben sozusagen geschickt bekommen, der es jetzt nicht geschafft hatte heute leider. Da würde ihn natürlich interessieren, was ist denn deine Vermutung von den Beweggründen von Masami Ihara, dass er Avispa Fukuoka verlassen hat, um bei Kashiwa Reysol dann nur als Co-Trainer
sich zu beteiligen. Was ist deine Vermutung? Worum geht es da für einen Ihara? Du meinst es mich? Ja. Okay. Ja, es ist nicht so schwer zu sagen, glaube ich. Also Fukuoka ist jetzt so oft gescheitert und hat sich über die Jahre immer weiter wegbewegt von den Aufstiegsplätzen, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass er einfach, glaube ich, erstmal die Möglichkeit mit Nelsinho zusammenzuarbeiten, ist für ihn mit Sicherheit attraktiv. Dann zweitens, er wird Nelsinho dann ja, wenn alles gut läuft, auch ablösen, ne? Weil Nelsinho, wie gesagt, 3 Jahre, dann sollte Schluss sein bei ihm. Das ist mit Sicherheit auch attraktiv, also dann den Verein vielleicht etabliert in der ersten Liga, in der oberen Tabellenhälfte vielleicht, also wenn alles ideal läuft, dann so einen Verein übernehmen zu können, ist mit Sicherheit auch ein attraktives Angebot. Ich bin mir sicher, dass vielleicht auch finanzielle Beweggründe eine Rolle spielen, weil Hitachi und die anderen Sponsoren, Racer natürlich schon entsprechend finanziell jetzt ausgestattet haben, um in die zweiten Liga halt nur ein Jahr Übergangssaison zu haben, ne? Also ich glaube, der Mannschaftsetat und so ist kaum gesunken, sodass man da jetzt die eine Saison überbrücken will und mit Sicherheit ein besseres Angebot auch machen konnte als Fukuoka. Ja, ich denke mal, das sind so die Hauptbewegungsgründe. Natürlich ist es auch super spannend, vielleicht, wenn man jetzt schon 4 Jahre, glaube ich, war er ja bei Avispa, dann mal eine Luftveränderung wieder hat mit einer Mannschaft, die schon ein starkes Korsett hat und die riesiges Potenzial hat, aber die halt irgendwie letzte Saison das nicht abrufen konnte. Das dann mal mit so einer Mannschaft versuchen zu können, unter dann der Führerschaft dieses hoch angesehenen, starken ausländischen Trainers auch, ich glaube, das wäre für viele attraktiv. Ne? Ich bin auch gespannt, Fukuoka habe ich vorhin vergessen aufzuzählen bei den Vereinen, die ich als starke J2-Vereine einschätze. Ne? Also bei Fukuoka ist auch so eine Wundertüte. Es ist eine riesige Sportstadt auch, ne? mit dem Serien-Baseball-Meister und ja, schönem Wetter und gutem Essen. Die sehen sich auch eigentlich in der ersten Liga und werden immer die Hoffnung haben, da wieder hochzukommen. Und deswegen darf man die auch nie unterschätzen. Also ich bin da gespannt. Ich bin, wie gesagt, leider nicht der Experte zu J-League im Allgemeinen und vor allem zu Fukuoka. Aber beispielsweise war ja Nakamura Kosuke da auch mal ein Jahr ausgeliehen, also unser starker Torhüter. Ja. Und da hatten sie es ja bis in die Playoffs geschafft und sind dann gescheitert, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, also wie gesagt, die zweite Liga ist natürlich auch eine Wundertüte. Ich kann jetzt natürlich erzählen, ja, dass Kashiwa mit diesem super Trainer-Duo oder Trio und den guten Neueinkäufen und den geringen Substanzverlust da die Liga dominiert und durchmarschiert. Das kann aber auch genauso passieren wie letztes Jahr, dass du dann so ein Nagasaki hast, mit das niemand auf dem Zettel hatte, vor 2 Jahren, so ein Nagasaki, das niemand auf dem Zettel hatte und was dann da durchmarschiert. Ne? Oder auch Oita Trinitar letztes Jahr war auch eine Überraschung, würde ich behaupten. Das stimmt. Ja, als vor 2 Jahren erst aufgestiegen aus der J3, dann Machida ja auch stark gewesen und so. Ne? Also du hast ja in der J2 durch diese lange Saison und durch diese viele extreme Belastungen, ne? Man muss sich das mal vorstellen, in der Bundesliga steigen Vereine wie Freiburg ab, weil sie mal Europa League spielen mussten. Ne? Mhm. Das hast du dort in der zweiten Liga, hast du noch viel mehr Belastung als in Deutschland ein Champions-League-Verein. Ne? Und da musst du natürlich auch einen entsprechend breit besetzten Kader haben, der einigermaßen ausgeglichen ist. Und das frisst einige Vereine da unten offen. Niigata als Absteiger und Omi als Absteiger, die sind ja irgendwo im Tabellenmittelfeld versunken letzte Saison, ne? Oder Kofu. Ja, Kofu war es. Adija war ja noch zumindest noch in Aufstiegsrennen, glaube ich. Ja, aber Niigata war auch nichts, ne? Die waren auch komplett abgemeldet, mehr oder weniger. Und das ist schon beeindruckend. Ich meine, Niigata ist ein relativ großer Verein in der ersten Liga gewesen, auch lange Zeit. Dass die dann so wirklich komplett verschwinden vom Licht. Und das, denke ich, ist dem Spielmodus geschadet schon in der zweiten Liga. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja, daran sind wir, glaube ich, auch in der J-League letztes Jahr gescheitert ein Stück weit, weil die Spieler auch irgendwann mal platt waren nach ACL, Luban, Cup, Tennohai. Das waren, wie ich ja schon beim anderen Podcast gesagt hatte, das waren 3 Monate lang alle 3 Tage Spiele. Ne? Mhm. Und das ist schon hart. Ja. Ja. Genau, also Kashiwa Reysol ausführlichst besprochen. Danke für den Input. Wir gehen mal kurz die Spiele weiter runter, weil gleich wird es nochmal interessant und da würde ich auch daher noch um deine Einschätzung bitten, Benjamin. Wir haben eine Partie, da haben wir uns im Vorfeld uns angeguckt und gesagt, okay, was wollen wir jetzt zu Fagiano Okayama gegen Mito Hollyhock sagen? Es fällt schwer,
Das sind zwei Teams, die immer irgendwo im grauen Mittelfeld bleiben, die es zwischendurch mal mit kleinen Ausschlägen nach oben schaffen, irgendwie Aufsehen zu erregen. Mito Hollyhock hat, glaube ich, letzte Saison anfangs sogar noch in den Top 5 irgendwie mitgespielt, ist dann auch aber irgendwo wieder eingenordet worden auf Platz 10. Fagiano Okayama hatte auch, ich glaube, vor 2 Jahren eine relativ gute Saison, ist jetzt auch wieder irgendwo im Mittelfeld. Matsumoto gescheitert im Playoff-Finale, ja. Ja, also von daher, ja, das wird man mal beobachten müssen. Genauso zweigen Kanazawa, ein Team, was auch damals als Drittliga-Aufsteiger sich sehr, sehr penetrant in der J2-League hält, wo, glaube ich, auch die wenigsten mit gerechnet hätten, auch eine sehr, sehr, straf mich da Lügen, eine kleine Präfektur mit wenig Leuten, auch wenig Zuschauerpotenzial, aber trotzdem irgendwo diesen Bezug für uns interessant, zumindest nach Deutschland. Es gibt auch ein großes Goethe-Institut, glaube ich, da irgendwie in Kanazawa. Aber Kanazawa selbst spielt da nämlich zum Beispiel gegen, wenn ich mich jetzt nicht vertue, Intochigi. Nein, das ist in unserer Aufstellung hier gerade falsch. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander hier in meinem Browserfenster. Ich wollte auf jeden Fall noch zu Kyoto Sanga zu sprechen kommen. Weil da haben wir jetzt nämlich auch ein direktes Matchup hier, so ein bisschen indirekt. Benjamin, du hast guten Kontakt zu Gerd Engels, der jetzt neuer Co-Trainer eben bei Kyoto Sanga geworden ist und da auch ja, viel in Bewegung bringen möchte für diesen ja doch traditionsreichen Verein. Und ich suche nämlich gerade raus, Shimamura war das nicht, ne? Der gewechselt ist, den du meintest. Ach ja, Yuto Iwasaki, da haben wir ihn. Mit 20 Jahren, der zu Hokkaido Consadole Sapporo in die J1 gewechselt ist. Was auch ein Statement ist, sage ich mal, so einen jungen Spieler da reinzuschmeißen in dem Sapporo. Ja, der war sehr beliebt auch bei anderen Vereinen. Also das ist schon ein großer Verlust für Kyoto. Also die haben zwar letzte Saison auch eine Katastrophensaison gespielt, was man gehört hat, dass die eher in der unteren Tabellenhälfte ja lange Zeit unterwegs waren und eigentlich auch Abstiegskandidat waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Aber der soll wohl einer der wenigen Lichtblicke gewesen sein und dass der dann folgerichtig in die erste Liga gewechselt ist, ist auch keine große Verwunderung. Und das ist natürlich Substanzverlust, da ist die Frage, wie gut das ausgeglichen werden kann durch jetzt das neue Trainerduo und die neue Verpflichtung, die da getätigt worden sind. Aber mit Sicherheit ist Kyoto auch so ein Verein, die sind ja ein Jahr sind die immer irgendwo unten im Abschiedskampf unterwegs und ein Jahr dann relativ weit oben, ne? Also ich kann mich erinnern, dass sie, glaube ich, vor 2 Jahren auch im Playoff-Bereich unterwegs waren. Und wie gesagt, jetzt mit dem Stadion im Hintergrund, also mit diesem Neubau, da will der Verein schon was erreichen und die haben große Sponsoren, ne? Ich meine, Nintendo steckt da drin, genau. Sollte jedem ein Begriff sein. Kyocera, das meine ich auch, genau. Mit drin. Kyocera, auch ein globaler Konzern, der fördert, also das Geld sollte nicht das Problem sein, aber ich habe halt, also Gerd hat dort auch gesagt, dass natürlich da diese großen Konzerne mit ihren Chefs, wenn die da persönlich investieren, in die Vereine natürlich ihre eigenen Interessen verbinden und dann auch manchmal das Sportliche etwas im Hintergrund steht. Das sehen wir ja bei anderen Vereinen auch, die gar nicht so weit entfernt von Kyoto sind. Ja, also zum Beispiel so eine Personalie auch wie Tulio Tanaka, der Innenverteidiger, der ja einen sehr etwas, ja, wie soll ich sagen, einen ambivalenten Ruf hat, der aber in Kyoto dann doch recht unangetastet agieren kann, was dann wohl auch ein bisschen zu Problematik führt, habe ich mir sagen lassen. Ja. Bester Torschütze, ne? Als Innenverteidiger. Ja, gut, das ist natürlich auch wieder ein taktisches Problem, wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber wir gucken uns mal kurz die Zugänge an, weil da gibt es dann nämlich schon ein paar interessante Namen. Da kommt nämlich von Sapporo dann sozusagen im Tausch da zurück. Takumi Miyayoshi, das ist auch ein recht agiler Spieler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben mit Kazunari Ichimi kommt ein U23-Spieler von Gamba Osaka, der es in der ersten Mannschaft bis jetzt noch nicht seinen Fuß reinstellen konnte, der aber es schon immerhin verdient hat, in diesen Kader halt zu gehen, per Laie. Und hätte gerade noch irgendwie ein Sergio Ariel Escudero kommt von seiner Leihe von Ulsan zurück. Der war ja noch im Kader sozusagen, offiziell sozusagen unter Vertrag bei Kyoto, den hatten sie dann nach Ulsan verliehen, aber der ist jetzt auch, wenn ich dann sehe, kein Abgang, der ist dann jetzt wohl auch dauerhaft wieder zurück in der J2 und das ist halt auch ein Spieler, der ist zumindest, was die japanische Liga angeht,
sehr beschlagen. Also da kann man mal sehen, es gibt so ein paar Jugendspieler, die dann hochgekommen sind. Mit Jugendspielern hat der Gerd es ja, glaube ich, dann auch persönlich sehr gut, ne? Also der kann ja sehr gut mit jungen Spielern. Und da sieht man bei den Zugängen einige, die so 19, 18, 21, 22 sind. Also das bleibt abzuwarten. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir Kyoto Sanga dann auch die Saison über ein wenig verfolgen werden. Und um das Ganze jetzt auch mal ein bisschen stimmlich abwechslungsreicher zu gestalten, Benjamin, vielen, vielen Dank für deinen Input. Kommen wir jetzt mal zu Albirex Niigata. Ja, Albirex. Ja, wie Ben eben schon so ein bisschen angerissen hat, bei uns war es letzte Saison ziemlich übel. Auch nach dem Abstieg Ende 2017, das ist dann direkt durchgeschlagen im Wesentlichen bis weit in die Mitte der Saison. Vielleicht auch durch den Lovren Cup geschuldet, wo wir dann leider, dadurch, dass wir am letzten Spieltag den 17. Platz noch von Omiya geholt haben, auch noch mitmachen durften. Sodass wir dann am Anfang auch noch die Doppel- und Dreifachbelastung hatten. Also da kam dann alles zusammen und da hat dann erst der Trainerwechsel zu Koichiro Katafuchi entsprechend was bewirkt, dass wenigstens nicht die komplette Saison für den Hintern war, auf gut Deutsch gesagt. Also wir haben da auch leider sehr lange Zeit in Abstiegsgefahr geschwebt. Es hat nicht wirklich Spaß gemacht, dann jeden Morgen auf die Endstände zu gucken. Und gesehen, oh, schon wieder verloren. So langsam wird's langweilig, Jungs. Ja, man muss ja auch sagen, ist ja Albirex Niigata, Ben hat es auch schon angesprochen, es ist ja ein riesiger Verein. Es ist eine riesige Fanbase eigentlich auch in der, ja, ich weiß nicht, Stadt oder Präfektur. Wenn ich mir gucke, so gerade in den Anfangsjahren, also wirklich Stadion voll mit irgendwie teilweise bis zu 30.000 Zuschauern, ne, die da da waren. Und das ist natürlich auch undankbar eben für dieses Publikum, dass man sich jetzt dann statt eben zumindest irgendwo Mittelfeld J1 League jetzt irgendwo im unteren Mittelfeld der J2 League befindet, ne? Letzte Saison. Ja, das ist richtig. Ja, wie du schon sagtest, in Niigata, da hat es ja nicht Baseball, da hat es eigentlich außer dem Fußball gar nichts. Mhm. Und das macht schon was aus dann, ne? Auch beim Zuschauerzuspruch. Das ist richtig. Naja, mal gucken, wir sind guter Dinge, dass es jetzt in der kommenden Saison vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Ob es für die Playoffs reicht, weiß ich nicht. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie sich so im Allgemeinen die junge Rasselbande, die sich da jetzt im letzten Jahr neu zusammengefunden hat, weiter aufbaut. Wenn Katafuchi seinen Lauf, den er da gegen Ende der Saison zusammengebaut hat, weiterhalten kann, wenn man von den letzten ein, zwei Saisonspielen absieht, wo dann die Luft vielleicht draußen war. Die ganzen Jungen sich weiter steigern und meinetwegen auch unsere Neuzugänge. Na gut, KOE kann man vielleicht nicht so wirklich als solchen nehmen, der war ja schon zur Halbserie von Omiya ausgeliehen. Wir haben neu den Torschützenkönig der J3, Leonardo von Gainere Tottori, verpflichtet. Vom Marktwert, ich kenne jetzt den Spieler nicht wirklich, aber vom Marktwert scheint Silvin ja auch einer zu sein, der eher mehr drauf hat, mit seinen Millionen, die er da taxiert worden ist. Stürmer von Penapolense, ich glaube auch brasilianische zweite Liga. Und vielleicht hinten, zumindest als Ergänzungsspieler, wenn nicht mehr, Paulão. Ja. Ganz früher mal Consadole. Zuletzt bei Tochigi unterwegs. War auch mal bei J3 League irgendwo, Akita oder wo war der? Ich glaube Fukushima, aber ohne Gewehr. Fukushima, okay. Ja, kann sein. Wenn sich da um die so ein bisschen Gerüst aufstellt, dann noch mit Koki im Tor, dann denke ich, sollte man vielleicht auf einem guten Weg sein, zumindest im oberen Tabellenmittelfeld mit Blick auf die Playoffs zu reißen. Als namhafte Abgänge hatten wir jetzt eigentlich auch wirklich nur Tiro Kihara, der von uns nach Sagantoso gewechselt ist. Also der Kern ist im Wesentlichen zusammengeblieben und harren wieder Dinge, die da kommen. Ich bin guter Dinge, aber man wird sehen. Ja, okay.
Ja, schauen wir auf den nächsten Verein in der J2 und wir haben noch einmal das Personal, Rochade haben wir rotieren lassen und haben jetzt nämlich den Schmiddi hier bei uns. Grüß dich Schmiddi, schön, dass du da bist. Grüße gehen raus an die Runde, tut mir leid für die Verspätung, aber nach dem Aufstieg von Matsumoto Yamaga muss man sich ja mit dem Kleinvieh eigentlich nicht mehr so belästigen. Ach und, Gott, ja, ey. Darum, tut mir leid. Erst der Benjamin mit Kashiwa Day Soul und jetzt du auch noch, ey, was ist denn hier los? Nein, wir gucken jetzt nochmal ganz entspannt uns den restlichen Spieltag der J2 League an. Da waren wir bei FC Gifu. Jo. Genau. Ja, FC Gifu, da muss man auch wieder sagen, einer der Vereine, wo ja, wir nicht besser aufgestellt sind, mal wieder als der J-Talk Podcast mit eben den englischsprachigen Stuart und Sushi Football, die beide bei Twitter bekannt sind und mit Gifu auch relativ eng verbandelt sind. Aber der Schmiddi hat sich nochmal ein bisschen angeguckt, was denn so bei Gifu diese Saison oder in der Offseason passiert ist. Also ich möchte erstmal festhalten, ich bin da jetzt auch nicht so gut informiert, wie es bei den Erstligisten der Fall sein wird, aber ein bisschen. Also erstmal muss man erwähnen, der FC Gifu schloss die letzte Saison auf dem 20. Tabellenplatz ab mit 42 Punkten aus 42 Spielen. Den Schnitt könnt ihr euch wahrscheinlich gerade noch so selber ausrechnen, das ist eine glatte 1. Nur klingt das nicht so schön wie in der Schule. der war gut, ne? Ja, der war gut. Ganz wichtiger Abgang, meiner Meinung nach, ist der Linksverteidiger Takayuki Fukumura. Der hat von 42 Spielen zwar nur 33 von Beginn an gemacht als Linksverteidiger, im vom Takeshi Oki bevorzugten 4-3-3. Und die linke Seite war generell immer ein bisschen auffälliger. Wer sich noch erinnert, Vissel Kobe hatte ja auch im Sommer Kyogo Furuhashi verpflichtet. Der hat ebenfalls auf der linken Seite bis zum Sommer gewirbelt. Und ja, gehört für mich auch zu den noch offensiv etwas besseren Linksverteidigern der zweiten Liga. Und daher wundert es mich jetzt, dass er den Schritt in die dritte Liga gewagt hat nach Tottori. Und ja, das ist jetzt so ein Abgang, den würde ich jetzt auf jeden Fall durchaus Beachtung schenken. Was aber viel erwähnenswerter, vielleicht auch aus deutscher Sicht ist, ist auf der Zugangsseite. Denn der FC Gifu hat sich mit Jan-Ole Sievers einen deutschen Torwart ausgeliehen, und zwar vom FC Kaiserslautern. Und war ganz kurios, er hat ein Interview mit Sport1 gegeben und hat in dem gesagt, dass Gifu speziell nach einem deutschen Torhüter gesucht hatte und sich dadurch halt eine spontane Möglichkeit ergeben hatte, weil er ja bei Kaiserslautern seinen Stammplatz an Hesel und Grill verloren hatte. Und ich war jetzt in der Situation dann halt erstmal so, wieso suchen die einen deutschen Torhüter? Und da hattest du ja, Tobi, auf meinen Tweet geantwortet, dass sie ja mit Yusuke Harada noch einen Torhüter im Kader haben, der auch Deutschland-Erfahrung besitzt. Der spielte ja von 2014 bis 2017 einmal beim SC Brühl und beim Bonner SC. An dieser Stelle gehen übrigens auch mal Grüße raus an meinen Praktikumsbetrieb aus dem Sommer. er könnte eventuell die Doppelbesetzung als Torhüterkollege und Dolmetscher betätigen, aber mir erklärt sich der Sinn halt dieses Transfers nicht, weil man mit Victor Ibanez eigentlich schon eine feste Nummer 1 im Kasten stehen hat. Der Spanier hat auch alle 42 Spiele letztes Jahr absolviert, also keine Ahnung, was sich Gifu und was sich auch der Herr Sievers jetzt von diesem Wechsel erhoffen möchte. Also, vielleicht habt ihr da irgendeine Meinung zu. Ich blick da immer noch nicht durch, warum es zustande kommt. Also ich hatte irgendwo vernommen, dass nicht nur Yusuke Harada selber in Deutschland ja gewesen ist über mehrere Jahre, sondern dass auch der Torwarttrainer irgendwie einen Bezug zu Deutschland hatte, hier an der Sporthochschule oder so gelernt hatte. Jedenfalls kann ich mir das vielleicht daher erklären, dass man halt mit Jan-Ole Sievers einen Torwart hat, der die Achtung, Gary-Ehrmann-Schule hinter sich gebracht hat vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Argument ist, aber was ich da ganz, ganz spannend finde, dass ja am Ende auch die unteren Ligen in Deutschland eine sehr hohe Qualität haben. Ich hatte mich mal mit Benjamin unterhalten, der sich wiederum mit Gerd Engels unterhalten hatte, mit seiner Fußballschule, auch ja viele Japaner hier in Deutschland auch unterbringt. Und es ist in der Tat auch so, dass
da versucht wird, diese Fußballschule auch internationaler aufzustellen, weil, so dumm das klingt vielleicht auch, wenn du einen Spieler hast, der hier in Deutschland in der Regionalliga spielt, ja, oder was weiß ich, vierte, fünfte Liga irgendwo untergekommen ist, das klingt für den gemeinen, wahrscheinlich Scout in Japan überhaupt nicht so geil. Wenn du die Leute aber irgendwo in der ersten oder zweiten kroatischen Liga oder sonst wo in Osteuropa unterbringst, das hat zumindest ja, einen gewissen hochklassigeren Flair, weil das immerhin die Teams sind, die auch möglicherweise irgendwo auch um die Qualifikation Europa League und so mitspielen. Und ob das jetzt spielerisch am Ende besser ist, das weiß man halt nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man halt dieses Wissen vielleicht auch mit aufgenommen hat, im Gespräch auch mit Gerd Engels, um eben zu sagen, okay, wir holen uns halt für dieses Jahr den Jan Ole dahin und profitieren dadurch, dass Juske mit seinen Deutschkenntnissen dann das auch direkt verarbeiten kann und damit auch möglicherweise in Zukunft das Torwartspiel in Gifu auch ein bisschen verbessern kann, sollte Viktor Ibanez, und da muss man jetzt gucken, wie alt ist der Herr, habt ihr das gerade irgendwie im Blick? Wie meinst du jetzt Ibanez oder was? Ja, Ibanez bei Gifu. Also wenn der jetzt irgendwann auch mal vielleicht... 29, also das ist für einen Torhüter jetzt noch kein Alter. Genau, und deswegen könnte ja potenziell die Gefahr bestehen, dass der Ibanez mal woanders hinwechseln wird und dann hätte man zumindest auch Möglichkeit mit den Erfahrungen aus deutscher, ne, guten deutschen Torwartschule, ja, zumindest vielleicht da dauerhaft was zu implementieren in Gifu. Also das wäre jetzt so mein Blick in die Glaskugel, was diesen Transfer angeht. Auf jeden Fall finde ich es mega interessant, dass jetzt auch dann neben Podolski ein weiterer Deutscher irgendwo in Japan kickt, nachdem wir jetzt mit Yuki Steif ja auch einen Trainer in der J3 League haben, beim Yokohama SCC und ja den Co-Trainer von Tokyo Verdy, dessen Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe. Also von daher mal gucken. Es muss ja nicht alles nur wie sonst immer iberisiert werden mit den ganzen Spaniern, die da irgendwie jetzt auflaufen. Vielleicht kommt ja der eine oder andere Deutsche jetzt da auch nach. Kannst weitermachen. Ach, danke. Ja, ich hatte noch auf Stefan gewartet. Vielleicht hatte der ja noch was zu sagen. Schieß los. Ah, danke. Ja, dann mit Ryoichi Maeda ist auch nochmal ein ganz altbekannter jetzt zum FC Gifu gewechselt. Mit seinen jungen 37 Jahren kommt er vom FC Tokio. Ja gut, ich halte nicht immer unbedingt viel von den Verpflichtungen der Altherren. Gibt mir nicht viel. Was sagt ihr dazu, jetzt nochmal den 37-jährigen Maeda zu holen? Ja, also ich sag mal, Maeda hat halt immer den Vorteil, dass er, glaube ich, recht groß ist, wenn ich mich recht erinnere. Der hat ja, glaube ich, so sein. Ja gut, 1,84, ob das jetzt so groß ist, ne? Ja, okay. Okay, hast mich überführt. Nee, aber okay. Es ist ein gestandener Stürmer, zumindest in einem gehobenen Alter. Ich glaube, die machen wenig falsch. Ja, also, dass der noch irgendwo unterkommt, das kann ich mir noch vorstellen. Ob der jetzt einen riesen Einfluss auf das Spiel haben wird, weiß ich nicht, ne? Dann machen wir weiter. Jetzt kommen harte Französisch-Skills. Hoffentlich nimmt mir das jetzt niemand übel. Ich habe das nach einem Jahr Schule direkt wieder abgewählt. Frédéric Boulot, das ist links außen. Erwähnenswert insofern, weil dieser bei der AS Monaco ausgebildet worden ist. Mhm. Aber naja, seit Juli 2018 auch schon ohne Verein und war zuletzt in der zweiten französischen Liga. Also bleibt abzuwarten, ob er eine Verstärkung ist. Aber jetzt genauso wie der nächste Transfer, da sieht man dann auch vielleicht so eine kleine Handschrift mit Yuta Togashi vom FC Ryukyu. Der ist ja dann auch eher auf den Flügeln aktiv. Dass man dann doch die Abgänge auf den Flügeln, die man ja hatte, doch irgendwie kompensieren möchte. Mhm. Und Togashi ist insofern auf jeden Fall erwähnenswert, weil er ja mit Ryukyu in der dritten Liga Meister geworden ist. Und mit 16 Treffern zusammen mit seinem Kollegen Katsuki Nakagawa bester Torschütze im Club war. Insofern durchaus zu erwähnen, inwiefern er das jetzt natürlich in die zweite Liga mitbringen kann, in einen Verein, der jetzt, naja, nicht die Extraklasse darstellt, bleibt natürlich abzuwarten, aber Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, für den FC Gifu und wie gesagt, da gibt es ja einige Enthusiasten dieses Vereins in der englischsprachigen Twitter-Szene, geht es dann am 24.02. gegen Montedio Yamagata. Und da ist es interessant, weil es dann doch zumindest zwei namhafte Transfers gibt zum Verein, nämlich Haruya Ide von Gamba Osaka. Vielleicht kannst du dazu auch spontan was sagen, Schmidi, was Ide so ein bisschen bei Gamba ausgemacht hat. Hast du das im Blick?
Ich glaube, Ide war ja dann doch größtenteils bei der U23 zum Einsatz gekommen, wenn ich mich nicht irre. War ja einer dieser vielen Transfers, die man getätigt hatte an etwas jüngeren Spielern, die dann aber dann halt überwiegend in der dritten Liga zum Einsatz gekommen sind. Und da ich die U23 jetzt tatsächlich weniger verfolge als die Profimannschaft, kann ich jetzt zu ihm selbst jetzt relativ wenig sagen. Aber für ihn scheint es sich ja dann insofern trotzdem gelohnt haben, dass er jetzt wenigstens in der zweiten Liga untergekommen ist. Ja, ein weiterer Transfer ist mit Shuhei Otsuki sogar von dem größten Club Asiens, Vissel Kobe, dahin gewechselt zu Montedio Yamagata. Da muss man sagen, dass der Otsuki selbst mit 29 noch nicht allzu alt ist. Allerdings, wenn ich mir jetzt nochmal die Leistungsdaten seiner letzten Spielzeiten angucke, war jetzt in der letzten Saison mit 19 Auftritten nur einem Tor als Stürmer nicht unbedingt eine große Bereicherung für die J1 und die Ansprüche des Clubs. Muss man aber auch sagen, es ist natürlich in der J2 ein anderes Level. Von daher ist das, glaube ich, wirklich ein sehr guter Transfer, den man da getätigt hat auf Seiten Yamagatas. Interessant auch vielleicht der Transfer von Jefferson Baiano, der glaube ich schon zwischendurch, ich gucke mal gerade, schon ausgeliehen gewesen ist, genau, nämlich zur Saison 2018 zu Mito Hollyhock, wo er in 34 Spielen immerhin 11 Tore getragen hat. Das Wort hat mir gefehlt. In der J2. Von daher ist offensiv mit Montedio Yamagata ja auch dieses Jahr mal wieder zu rechnen, weil es ja auch so ein Club ist, der irgendwo immer doch an der oberen Tabellenhälfte kratzt bis hin zu den Playoffs. Deswegen könnte das wirklich ein sehr interessantes Jahr für eben die Berggötter aus Yamagata werden. Verloren hat man hingegen an den namhaften Spieler Kaito Anzai, der jetzt zu Kashiwa Reysol zurückgegangen ist nach der Leihe und dann ja auch an die U23 vom SC Braga, ich glaube nach Portugal, gegeben wurde. Ja. Und da ist natürlich auch ein sehr junger, sehr entwicklungsfähiger Spieler gewesen in den Reihen dieser Saison. Mit Koya Yuruki hat man auch einen Spieler an die Urawa Reds verloren und mit Junpei Kasukumi ist auch ein weiterer Spieler nach einer Leihe zurückgekehrt, eben zu Shimizu S-Pulse, der letztes Jahr noch da gespielt hatte. Schauen wir mal weiter. Das nächste Spiel wäre Match der Selvia. Und ja, bei Selvia ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja, wo geht's denn hin? In den J1 ging es letzte Saison nicht. Man hatte ja eine überragende Saison gespielt unter Naoki Soma, geht jetzt in seine sechste Saison als Trainer bei Machida der Selvia und man darf auch nicht unterschätzen, dass da jetzt finanziell sich etwas bewegen wird in der Stadtnähe der Kap des Capitals, Nähe von Tokio. Da muss man halt schauen, ob sich diese Leistung der vergangenen Saison auch bestätigen wird. Fällt euch spontan zu Selvia was ein? Sonst würde ich einmal kurz durch die Transfers durchblicken, was so gekommen ist jetzt für den Winter. Was mir bei Selvia direkt einfällt, ich bin froh, dass sie Matsumoto nicht in die Suppe gespuckt haben. Ja, hatten ja auch potenziell noch die Chance, glaube ich, bis zum letzten Spieltag die Meisterschaft zu gewinnen, Ja, ne? war ja nur ein Punkt, den sie da hatten. Ja, also ganz, ganz absurde Saison für gewesen. Und dafür, dass bei Selvia auch von vornherein klar war, dass es um nichts ging, macht das Ganze ja noch so beeindruckender. Und wenn man sich dann so die Transfers vielleicht mal anguckt, da geht dann jetzt ein Kaiman Togashi von den Yokohama F. Marinos nach Selvia. Man hat mit So Hirao auch wieder einen jungen Spieler, der bei Gamba Osaka gespielt hat, von Sanfrecce Hiroshima, die ewige Leihe des Takuya Masuda, des ja, damals zweiten Torhüters, geht weiter eben nach Machida. Da sind also gute Verstärkungen, die da kommen. Hingegen, da hatte man jetzt verloren Koji Suzuki als Mittelstürmer, der zum Aufsteiger zum FC Ryukyu geht. Eigentlich ein Spieler, den ich immer sehr gut fand auch bei Selvia in der J3 sowohl als auch in der J2, wobei er da dann nicht mehr so die großen Einsatzzeiten bekommen hatte, daher vermutlich dann auch der Wechsel. Und nach seiner Leihe kehrt auch Koki Sugimori zu Nagoya Grampus zurück. Also da sind auch ein paar größere Namen, die man jetzt wieder abgibt bei Selvia.
Es wird spannend zu sehen sein. Ich weiß gar nicht, Stefan, hast du das im Blick, diese Stadionfrage bei Sevilla? Ist die so essentiell, dass man auch bei einem möglichen Aufstieg oder Meisterschaft potenziell vielleicht sogar, ob man in die J1 aufsteigen darf mit dieser Karenzzeit, oder sind diese Probleme zu groß, als dass man da einen Plan vorlegen kann? Also ich, soweit ich das mitbekommen habe, waren das Kleinigkeiten. Also ich glaube vor allen Dingen innerhalb des Stadions, also Infrastruktur, Toiletten, irgendwas in der Richtung. Es war auf jeden Fall nichts Großartiges. Ich meine, es hat auch noch irgendwo ein bisschen damit zu tun, dass, glaube ich, noch eine Art Trainingszentrum irgendwie fehlt. Man hat zwar das Stadion und man hat auch wohl den einen oder anderen Platz, aber ich glaube, keinen richtig ausgebauten Trainingsplatz. Und das war, glaube ich, auch irgendwo, hat da mitgeschwungen, dass man da noch nicht aufsteigen konnte. Wobei das ja eigentlich schnell gemacht werden sollte, gerade wenn jetzt eben Cyber Agent ab kommender Saison da Geld reinspült in diesen Verein. Gerüchteweise. Was ich jetzt hier gerade auch noch sehe, das Machida Municipal hat 10.000 und ein paar gequetschte. J1-Kapazität ist hier normalerweise 15.000 plus. Okay. Also vielleicht möchte man da auch noch ein paar Plätze zusätzlich hinbauen. Oder muss hinbauen. Oder Stahlrohrtribüne, schieß mich tot, irgendwas in der Richtung. Das wird wahrscheinlich auch noch ein Thema sein. Und was ja auch eine spannende Frage ist, die sich ja potenziell ergibt, es gab wohl gerüchteweise den Umstand, dass man vielleicht Tokio in den Namen mit einbauen möchte, um vielleicht so ein bisschen den Glamour der Stadt oder der Metropole irgendwie Tokyo Machida, abzugreifen. Ja, also ich hatte es nur irgendwo gelesen, dass das irgendwie angemeldet worden ist, das Patent, nicht Patent, hier die Namensrechte irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so konkret ist, aber gerade jetzt bei den ganzen Iwate Gruja und Hokkaido Consadole Sapporo und weiß ich nicht alles, was es noch gibt, da ist es, glaube ich, nicht so weit hergeholt. Ja, für Moment, J2, für die Jungs geht's dann nämlich im ersten Saisonspiel gegen Omiya Ardija, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Moment. Ne, stimmt, es ist Tokyo Derby. Dann ist die, stimmt, Tokyo Derby mit Tokyo Verdy. Da ist auch ganz interessant, da würde ich euch auch empfehlen, auf jeden Fall in den J-Talk-Podcast reinzuholen, von vergangener Woche, wo auch Gary White ein Interview dem Ben Maxwell gegeben hat. Gary White selbst, der Engländer, ist seit diesem Jahr jetzt Trainer bei Tokyo Verdy und möchte natürlich diesem Club auch wieder dazu verhelfen, in Richtung J1 gehen zu können. Das war ja dann letzte Saison nur knapp in eben dieser Relegation, in diesem Endspiel gegen Iwata, gescheitert. Gary White selbst auch sehr verbunden mit der Stadt Tokio an sich, hat auch relativ lange, hat er erzählt, da gelebt. Und von daher war es für ihn eine Ehre. Es gab allerdings so eine gewisse Kontroverse. Natürlich wird bei Tokyo Verdy dementsprechend auch bezahlt werden. Vorher hatte Gary White ja einen Posten als Nationaltrainer Hongkongs. Und da ergab es sich wohl, dass eben der Verband ganz klar mit ihm plante. Nur nach dem Angebot von Verdy hat Gary White von seinem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht und konnte auch ohne Repression irgendwo seinen Vertrag auflösen. Da ist so ein bisschen die Frage, wem man jetzt da einen Vorwurf machen kann, dass Tokyo Verdy ein prestigeträchtiger Club ist, der auch monetär nicht ideal, aber zumindest nicht verkehrt aufgestellt ist, sei mal dahingestellt. Und Michael Boris heißt der deutsche Co-Trainer, der jetzt bei Tokyo Verdy auch mitarbeitet. Und der hat 3 Jahre lang die Jugendmannschaften Ungarns trainiert. Tokyo Verdy ist ja einer der Clubs mit den größten Erben, ne? Also einer der erfolgreichsten Club der J-League in den Gründungsjahren. Und da muss man jetzt halt mal schauen, ob es wieder dann auch direkt nach oben geht diese Saison. Habt ihr eine Vermutung, wie es für Tokyo Verdy werden wird dieses Jahr? Ist immer schwierig zu sagen in der zweiten Liga, finde ich. Vor allem jetzt mit neuem Trainer, dann ist Verdy auch immer ein Club, der dann doch immer namhafte Spieler auch in die erste Liga abgeben muss. Schwierig. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Namhafte Abgänge stich jetzt hier Douglas Vieira und Akira Ibayashi ins Auge, Sanfrecce. Ja, aber es sind ja schon wieder 2. Also ja, das stimmt. Und das, wenn sich das halt immer Jahr für Jahr wiederholt, ist das für eine Mannschaft ja auch nicht gerade gut.
Dann hat man natürlich auch den Trainer verloren. Der ist ja dann zu Cerezo Osaka in die J1 gewechselt. Das heißt, man hat ja dementsprechend einen ganz neuen Aufbau, den man da betreiben muss auch irgendwo. Ja, das schauen wir uns das Ganze dann auf jeden Fall mal an, diese Saison. Kommen wir noch zur nächsten Partie. Omiya Ardija gegen Vanforet Corfu. Tja, das Team der, ich weiß gar nicht, was darf man sagen, der Underwhelming Teams, ich weiß nicht. Omiya Ardija hat sich ja von Masatada Ishii getrennt nach der letzten Saison. Dafür kommt jetzt als neuer Trainer Takuya Takagi vom Absteiger Vivaren zu den Eichhörnchen. Und wenn man so sieht, wo der das Team Nagasaki hingeführt hat in einigen Jahren, ist das ja zumindest ein, glaubwürdige, eine bisschen Credibility für den Trainer, dass er auf jeden Fall weiß, wie man eben in der J2 arbeitet. Von daher denke ich, dass das auch ein Team ist, mit dem man in den Playoffs rechnen kann, oder? Was denkt ihr? Wenn sie die Form halten von letztem Jahr? Ja, durchaus. Die Frage ist halt, wie gut können sie Kaue ersetzen, der jetzt komplett nach der Laie schon in der Rückrunde, in Anführungszeichen, letztes Jahr zu Albirex gewechselt ist. Freust du dich auf diesen Spieler? Also ich hatte das nur so am Rande mitgekriegt bei Omiya, aber der war gut, recht gut, ja. Also ich glaube, da haben wir endlich immer wieder so eine Art Türsteher im Mittelfeld. Ja. Man hat sich aber trotzdem auch relativ stark verstärkt, wenn ich mir die Transfers so angucke. Man musste mit dem KOE auch jetzt kommende Saison auf Matthäus verzichten, den Brasilianer. Der ist zu Nagoya Grampus gegangen, wo wir dann später noch zu sprechen kommen in der nächsten Episode. Und was ich auch dafür interessant finde, dafür kommt nämlich von Nagasaki mit Takuya Takagi der spanische Stürmer Juanma Delgado von Nagasaki eben zu Omiya. Also da ist man zumindest offensiv. Also Juanma Delgado ist ja auch einer dieser Spieler, könnte man vielleicht so ein bisschen, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber könnte man so ein bisschen vergleichen mit einem, Lewandowski, der halt wirklich den Ball festmachen kann, dass dann von außen die Spieler da zustürmen können und dann vielleicht mit einer guten Vorlage halt eine gute Schussposition bringen kann. Ein sehr kräftiger Spieler, der halt für die J1 letzte Saison dann vielleicht doch nicht gut genug war, aber das kann man natürlich auch nur bedingt ihm zum Vorwurf machen, weil ja Nagasaki selbst ja auch nur bedingt mit dem Aufstieg in die J1, glaube ich, planen konnte vorletzte Saison. Ja, Vanforet Corfu. Wer möchte etwas zu Corfu sagen? Mir tut dieses Team immer so ein bisschen leid, weil es einfach, so wie der Benjamin erzählte, ein sehr sympathisches Team ist mit sympathischen Fans, die ja auch sich immer freuen über jeden sozusagen, der da hinkommt, ne, in die Präfektur Yamanashi mitten im, ja, soll ich sagen, tiefsten Hinterland, weit entfernt vermeintlich von Tokio. Da ist immer so ein bisschen für mein Empfinden das Klischee, Corfu hat immer so die Allstars. Also die holen sich immer irgendwelche Spieler, die irgendwann mal irgendwo funktioniert haben und wenn die dann sonst irgendwo mehr unterkommen, dann kann man die mal zu Vanforet Corfu schicken. Das war dann in letzter Saison auch der Peter Utaka, der ja da von der zweiten norwegischen Liga, glaube ich, hingekommen ist. In Japan halt bei Sanfrecce einen sehr, sehr guten Ruf hatte, aber auch da irgendwie dann doch nicht wieder an die Leistung anknüpfen konnte bei Corfu. Da bringst du was durcheinander bezüglich Utaka. Der ist jetzt nämlich von Dänemark zu Tokushima gewechselt und jetzt Anfang der Saison auch von Tokushima nach Corfu. Ah! Entschuldigung, aber es stimmt trotzdem, dass es wieder einer dieser Allstars ist, die jetzt bei Corfu landen. Also von daher stimmt, da hast du recht, entschuldige die Korrektur, danke dafür. Wie seht ihr das? Seht ihr die Chancen, dass Corfu vielleicht doch wieder so ein bisschen oben angreifen kann? Waren ja auf Platz 9 jetzt nicht allzu schlecht. Also allein, wenn man sich so die Offensive anguckt, müsste man ja eigentlich schon vermuten, dass die vorne Feuerwerk zünden werden. Wenn ich jetzt Utaka sehe, dann kommt Linz aus Tokio zurück, Dudu kommt aus Fukuoka zurück. Also namhafter Sturm ist das ja schon für Zweitliga-Verhältnisse. Nur, ja, vielleicht wird man nochmal ein paar Sprünge nach oben machen, aber für den Aufstieg wird es dann letztendlich wahrscheinlich nicht reichen. Ja, man hat da auch ein paar Spieler abgegeben, die, glaube ich, keinen richtigen Einfluss auch hatten. Gerade so die Brasilianer, Diego und Ferugem. Ich glaube, mit Ferugem hat es man so ein paar Spiele probiert. Das hat dann nicht wirklich funktioniert. Man hat
den Südkoreaner Jun Beom-byeon nach Seoul Eland in die zweite koreanische Liga verloren. Kohei Shimizu, ein, ja, etwas, soll ich sagen, also hat einen sehr dreckigen Ruf, der wechselt nach seiner Leihe wieder zurück zu Shimizu, beziehungsweise ist dann jetzt auch wieder bei Sanfrecce dann sozusagen zurückgekommen. Also da ist auch einiges an Transfers, die da gewesen sind. Muss man schauen. Shohei Abe, Entschuldigung, in der Zeile verrutscht, Ryo Takano hat man auch wieder nach Yokohama zurückgeben müssen. Genau, also das ist dann Vanfore Kofu. Ist die Frage, wo es da für das Team hingeht. Das Ganze hängt vielleicht so ein bisschen drauf ab, wie die ganzen Bombenstürmer vorne aus dem Mittelfeld bedient werden. Also, haltet mich dafür bekloppt, aber sie haben da mit Kyosuke Goto vom Yokohama SCC einen ziemlich guten Spielmacher verpflichtet, meiner Meinung nach. Wenn sie den eventuell einbauen könnten, geht vielleicht was. Genau, sonst würde ich sagen, machen wir jetzt noch die letzte Partie, bevor wir gleich die spannenden Partien uns angucken, die noch aus der J2-Kombo, wo wir auch ein bisschen was zu sagen können. Die letzte Partie, Tochigi SC gegen Zweigen Kanazawa. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen, was Zweigen angeht, in meinem Gedächtnis rumkramen und sagen, wie toll das ist, dass Zweigen immer noch in der J2 spielt, nachdem man damals 2014 den direkten Durchmarsch von der JFL in die J2 geschafft hat und wieder erwartend sich halten konnte mit einem relativ gleich gebliebenen Kader damals. Und Tochigi SC auf Platz 17 vergangene Saison, im unteren Mittelfeld, ist ja auch aus der J3 vor ein oder zwei Jahren aufgestiegen. Weiß man halt nicht, wo es dahin geht. Ich weiß nicht, die Partie, wir haben ja auch vorhin schon Fagiano Okayama gegen Mito Hollyhock übersprungen. Ich glaube, das würde ich jetzt hier auch machen, weil das dann doch eher graues Mittelfeld ist. Mir fällt da jetzt spontan nichts ein. Haben zumindest mit Kohei Hattori einen ihrer Besten verloren. Natürlich an Matsumoto. Grüße. Ja, bei Tochigi, genau. Bei Tochigi war der Innenverteidiger, war auch seine erste Zweitligasaison, jetzt meine ich. Und hat vorher bei Sagamihara gespielt und war damals berühmt für mich geworden, als ich die dritte Liga gepflegt hatte, dass er sowohl Stürmer als auch Innenverteidiger gespielt hat. Und jetzt darf er sogar in die erste Liga gehen. Ich guck mal gerade schnell, wenn wir gerade doch noch von Transfers reden, ob jetzt ein Transfer auffällig ist bei Kanazawa, aber da muss ich sagen, fällt jetzt ehrlich gesagt wenig auf. Es gibt Abgänge in die unteren Ligen. Es gibt Kenta Jiri, der geliehen war von Gamba Osaka. Ansonsten noch eine Leihe von Keita Fujimura, der zurück zu Sendai gegangen ist. Beziehungsweise dann aber auch, sehe ich gerade, wieder fest verpflichtet worden ist. Also von daher, nichts, was sich groß, glaube ich, verändert da in dem Team. Kommen wir zu einem der, finde ich zumindest, spannenden Spiele der J2-Eröffnungswoche. FC Ryukyu gegen Avispa Fukuoka. Jetzt haben wir leider den Benny hier, der lässt sich entschuldigen, aber trotzdem hat er uns einige nette Infos geschrieben. Deswegen würde ich jetzt zunächst mal auf den FC Ryukyu zu sprechen kommen. Der eine oder andere weiß ja, es ist ja einer der Clubs, die ich dann so ein bisschen aktiv verfolge. Und meines Erachtens, da bin ich als Fan vielleicht auch ein bisschen überkritisch, aber das FC Ryukyu die Meisterschaft in der J3 League geholt hat, war für mich eigentlich die Überraschung der Spielzeit 2018. Es gab natürlich einige wirklich gute Überraschungen, aber dass dieser kleine Club aus einer der wirklich ärmsten Präfekturen des Landes es schafft, mit diesem groß rotierenden Kader, der wirklich jede Saison irgendwie auf so vielen Positionen sich verändert hat, es gibt ja wirklich wenig Konstanz in einzelnen Positionen, bis auf beim Torwart gab es jetzt länger welche und eben der Yu Tomidokoro, der seit Ewigkeiten da spielt, dass sie damit Meister geworden sind, ist wirklich ein herausragendes Stück Arbeit vom Trainer Jong Song Kim gewesen. Aber wie das nun mal so ist, ist Kim zu Kagoshima United gewechselt und das mit, oder zu einem Kader, der insgesamt, was das Personal angeht, wesentlich stabiler gewesen ist zum Jahreswechsel. Man hat mit Ilkyu Park seinen Torwart verloren als Ersatztorhüter von den Yokohama F. Marinos jetzt künftig auflaufend oder auf der Bank sitzend eher. Und Yuichi Edamoto ist ebenfalls mit Kim zum Kagoshima United FC gegangen, während dann der Ryuji Bando, einer der etwas
älteren Spieler, der aber mit seiner Erfahrung dann doch irgendwo eine gewisse Stabilität ins Team gebracht hat, ja, auch nicht gehalten werden konnte. Und ja, bei den Zugängen weiß ich auch nicht, wie ich das interpretieren soll. Man hat sich übermäßig beim Yokohama FC und Mito Hollyhock bedient, wobei ich den Keeper Daniel Carvajal jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl habe, das sei jetzt ein überragend guter Torhüter, weil er hat jetzt bei zwei Clubs, bei Mito und dem Club, von dem er ausgeliehen war, sich nicht durchsetzen können in der J2. Als Costa Ricaner ja, muss man gucken, ob das so funktionieren wird. Was ich aber gut finde, vorhin schon angesprochen, auf dem Feld kommt Koji Suzuki zum Team. Keita Tanaka, der jetzt zum wiederholten Male gezeigt hat, dass er wirklich nur beim FC Ryukyu funktioniert. Und man hat mit Yu Tomidokoro und Kazaki Nakagawa zwei Spieler halten können, die für diese Saison, denke ich mal, sehr wichtig werden. Ben hat uns ein paar Infos gegeben zu Avispa Fukuoka. Möchte die einer ein bisschen aufarbeiten für uns? Stefan, magst du? Jo, ich kann zumindest mal zum Besten geben, was er uns hier zukommen hat lassen. Das ist nicht das Problem. Also, fängt hier mit Sonstigem an. Also 2018 sind sie knapp Siebter geworden. Ich glaube, das hat ihn am meisten gewurmt, dass da am letzten Spieltag Omiya noch den Playoff-Platz vor der Nase weggeschnappt hat. Als Folge dessen ist dann Ihara, glaube ich, sogar auch zurückgetreten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn verlassen haben oder zurückgetreten. Nee, der hat seinen Vertrag, glaube ich, nicht verlängert. Ist dann ja zu Kashiwa Reysol gegangen. Genau. Und als neuen Coach hat man dann mit dem Italiener Fabio Peccia von Hellas Verona, zwar auch aus der Serie A abgestiegen ist, aber nichtsdestotrotz den Weg nach Japan gefunden hat, geht man da jetzt ganz neue Wege. Was die Zugänge angeht, fangen wir auf der Torhüterposition an. Da haben sie aus der La Liga den Spanier John Ander Serrantes verpflichtet. Sollte theoretisch als Nummer 1 in die kommende Saison gehen, aber schreibt hier, gerade bei Avispa wird da gerne mal rotiert. Von daher müsste man dann mal abwarten, wer dann auch wirklich bei Avispa anfängt. Darf ich bezüglich Serrantes kurz eingrätschen? Da ging ja heute oder gestern ein Video von dem auf Twitter durch, wie er in einem Trainingsspiel seine Vorderleute sogar schon auf Japanisch zurechtweist. Also okay. Hat er ja, denke ich mal, sehr gute Chancen, da auch die Nummer 1 zu sein. Das klingt in der Tat vielversprechend. Also, jo. Nicht schlecht. Weitere Zugänge aus der J1 bekommt Sotan Tanabe aus Tokio, der auch seiner Meinung nach gute Chance auf einen Stammplatz hat. Und weiterhin als Vorteile hätten wir die sogenannte junge Rasselbande, wie er sich ausdrückt, mit gleich 4 18-Jährigen. Und zwar hätten wir da zum ersten den U19-Nationalspieler Hinata Kida, der seit 2015 in den japanischen U-Nationalteams unterwegs ist. Mhm. Und schon 2017 bei der U17-WM dabei war, wird leihmäßig von Cerezo verpflichtet. Ebenfalls dabei und in der U19 unterwegs ist Kennedy Epps Mikuni, großgewachsener Innenverteidiger, kommt aus der Highschool Aomori Yamada, hat mit denen wohl das traditionsreiche Highschool-Turnier dieses Jahr gewonnen. Mhm. Des Weiteren hätten wir dann noch die beiden Eigengewächse Kaito Kubahara und Yuji Kitajima. Kubahara spielte ebenfalls schon in einer der U-Mannschaften Japans und der Offensiv-Allrounder Kitajima war in der U18 einer der wichtigsten Spieler. Stichwort Cerezo Osaka, da hat man neben Kida auch Taiga Maekawa ausgeliehen, der letzte Saison bei Tokushima unterwegs war und da nicht so schlecht gespielt hat. Und last but not least, vor ein paar Tagen hat man noch aus Mexiko den Kolumbianer Felix Mikolta für die Flügel im Sturm gewonnen. Zur Prognose sagt er, dass das Ganze ganz schwer vorauszusagen ist, dadurch, dass das Team einen neuen ausländischen Trainer hat, der noch keinerlei Kontakt mit japanischem Fußball hatte. Zudem ist der Kader extrem klein, was aber wohl von Peccia genauso gewollt ist, damit er alle Spieler im Training genau beobachten kann. Hm. Ja, von da mal gucken, wie das sich dann bei Avispa entwickelt. Okay, mit dem kleinen Kader ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man an die J2 denkt, weil es sind natürlich so viele Spiele, die da absolviert werden müssen. Da weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht am falschen Ende gespart ist, aber schauen wir mal. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Spiele sie haben, aber
Trainingssteuerung, Trainingsbelastung sollte doch eigentlich bei einem Italiener ordentlich zu machen sein, oder? Ja, ist halt die Frage, wenn natürlich dann Ermüdungserscheinungen, ein paar Verletzungen passieren, dann hast du natürlich unter dem kleinen Kader dann auch relativ schnell die Leute raus. Und ich gucke gerade mal, was der Kader sagt, wie groß der denn ist im Vergleich zu anderen Teams hier. 24 Leute haben sie. Oh, ja. das ist für J2 wirklich ein bisschen wenig, das ist richtig. Also die einzigen, die jetzt noch in der Größe noch im Moment zum aktuellen Stand, ne, wir wissen, das Transferfenster ist ja noch bis Ende März offen, in die Nähe kommen, sind Machida Servia mit 26 und in Renova Yamaguchi mit 27. Wobei bei Yamaguchi auch immer so ein bisschen das mit ganzen Laien zusammenhängt, die man sich da irgendwie dann doch wieder ranangelt. Das ist wirklich wenig, muss man sagen. Naja, andererseits, wenn ich der Ben in den letzten Tagen und Wochen im Goaltaku-Chat so ein bisschen im Hinterkopf habe, dann wartet die Fangemeinde von der Wisper auch noch auf den einen oder anderen Spieler, der angeblich versprochen worden sein soll. Also es wurde ja, glaube ich, ein Flügelspieler versprochen und, glaube ich, ein Mittelstürmer. Und Felix Mikolta ist ja dann jetzt wohl der Flügelspieler, der verpflichtet wurde, der Kolumbianer. Fehlt aber, glaube ich, immer noch ein Mittelstürmer, den sie verpflichten wollten. Aber selbst wenn es halt noch der eine Stürmer wird, dann sind wir halt bei 25 Spielern. Und das ist halt bei 42 Ligaspielen immer noch extrem wenig. Eine Partie haben wir noch. Ehime FC gegen Jeff United Chiba in der Eröffnungswoche der J2 League. Ja, zu Ehime FC muss man sagen, das Team kämpft jede Saison gegen den Abstieg. Das wird sich auch dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht ändern. Da weiß ich auch gar nicht, was man da groß zu sagen soll. Ich schaue mal kurz den Kader an. Man hat den einen oder anderen Spieler aus der J1 sich ausleihen können, von San Frecce unter anderem, Yoichi Naganuma. Man hat von Matsumoto Yamaga sich sogar Yota Shimokawa leihen können. Sehr schade, sehr schade. Ja. Hätte ich gerne mal gesehen, dass der sich auf der linken Seite bei Matsumoto durchsetzt. Aber da kommen wir ja sowieso in der anderen Folge wahrscheinlich mehr drauf zu sprechen. Genau, von Avispa Fukuoka ist vollständig gewechselt. Koji Yamase, der Altmeister mit seinen 37 Jahren, aber immer noch in einem einigermaßen verträglichen Marktwert, muss ich sagen. Gar nicht schlecht. Und aus der... Ja, ich weiß nicht, ob es eine Jugend ist, es nicht mehr. Vom FC Tokio, Hideyuki Nozawa kommt auch nach Ehime in die Stadt Matsuyama. Aber wie gesagt, da muss man leider immer bei Ehime nach unten gucken. Und anders der Gegner des ersten Spieltages, Jeff United Chiba, da guckt man theoretisch gerne nach oben. Faktisch guckt man aber auch nicht oft genug nach hinten, denn da knallt es nämlich häufig. Die wohl meisten Gegentore mit Abstand in der J2 League vergangene Saison, wenn auch gleichzeitig die zweitbeste Offensive. Ich glaube, Oita Trinita hatte 78 Tore geschossen, Jeff United 72 Tore, am Ende genauso viele aber kassiert. Ja, und wer die J-League schon ein bisschen länger verfolgt oder wer sich mit der Geschichte der J-League ein bisschen länger beschäftigt hat, weiß auch, dass Jeff United eins der ersten Teams der J-League gewesen ist und jetzt in sein unrühmliches 10. Jahr geht. Es gibt einige interessante Transfers zu Jeff. Hisato Sato, auch bei mir als San Frecce-Fan immer noch ein guter, bekannter Name, der von Nagoya Grampus in die J2 zu seinem Bruder wechselt, zu seinem Zwillingsbruder. Die kriegen sogar nebeneinander in der Kabine ihre Sitzplätze sozusagen. Ist ganz witzig, haben sie ein Foto gezeigt, ja, auf jeden Fall. Man hat von Tokio Verdy hat man sich Alan Pinheiro geholt, da hatten wir gerade schon thematisiert, dass der wechselt. Von Vanfore Kofu kommt Yuki Horigome, auch einer der etwas bekannteren Spieler für mein Empfinden. Vor allem einer der Jüngeren dort. Vor allem einer der Jüngeren, genau. Und aus Deutschland ein alter Bekannter wird nächste Saison bei Jeff United spielen. Yusuke Tasaka vom VfR Aalen, wer erinnert sich noch? Bochum. Bochum war der auch, aber der war auch bei Aalen. Als ob. Doch. Guck nach, aber ich schwör dir. Tasaka war doch nicht in Aalen. Willst du mich veräppeln? Yusuke, der war nur in Bochum in Deutschland. Tasaka war Bochum. Aalen war glaube ich... Ja, okay. Aalen war auch jemand, aber der Name fällt mir gerade nicht ein. Ja, okay. Ach, da habe ich wieder zu viel Quatsch erzählt. Naja, jedenfalls Yusuke Tasaka zu Jeff United von Kawasaki Frontale, wo er sich nicht durchsetzen konnte.
Ja, in Abgängen muss man sagen, hat man mit Joaquin Larrivey auch ja, einen sehr spielstarken Spieler verloren. Mit Koki Kiyotake, den Bruder von Takashi Kiyotake, auch einen sehr technisch versierten, guten Spieler, der zu Tokushima Fortis geht, die man halt in den Plätzen um die Aufstiegsränge auch nicht unterschätzen sollte, die kommende Saison. Und Yamato Machida geht zu Matsumoto Yamaga. Möchtest du zu dem was sagen, Schmidi? Also Stammplatz wird er, denke ich mal, zu Beginn nicht haben, sondern ist dann halt eher für die Kaderbreite gedacht, da er sowohl in der Zentrale als auch auf den Flügeln aushelfen kann. Also insofern für die Breite, auch in dem Alter, mit der Erfahrung mit Sicherheit auf jeden Fall eine vernünftige Alternative. Ja. Also wie gesagt, wichtig wird es für Jeff sein, kommende Saison sich defensiv zu stabilisieren. Also der Offensive konnte man im letzten Jahr wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben geliefert. Das Defensivspiel ist verbesserungswürdig. Aber wie die Fans von Jeff, mit denen ich mich witzigerweise unterhalten konnte letztens Jahr, die sind zumindest, soll ich sagen, froh gestimmt und sagen, bei Jeff ist wenigstens immer was los. Da wird es nicht langweilig. Und von daher schauen wir mal, wo es für Jeff United im verflixten 10. Jahr in der J2 hingehen wird. Ja, ich würde sagen, wir beenden diese J2-Geschichte. Haben uns jetzt genug offenbart, dass wir leider von der J2 gar nicht so viel Ahnung haben. Was daran liegt, dass wir einfach keinen festen Datenpfleger auch für die Ligen haben. Also wer da Lust hat, uns zu unterstützen, natürlich immer sehr, sehr gerne genommen. Ich danke euch beiden auch, dass ihr mitgemacht habt für diese Aufnahme und wir hören uns bei der nächsten, nämlich wenn es dann in die Top-Liga Japans geht, die J1 League. Seid gespannt. Yay! Yay! Kommt auch kurz nach dieser Episode online. Ich wünsche euch allen ein schönes Warten bis dahin und nicht vergessen, bei aller Freude über den Wiederbeginn der J1 League und Manni Winters Kommentatorenfähigkeiten, es gibt auch die J2 League und die kann man sich auch mal manchmal so ein bisschen angucken. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Spätestens.